wollen wir mal weitermachen? Frisch ans Werk. Yes, gerne. Alarm. Okay. Es herrscht Alarm. Vollzählig. Pause ist vorbei. Es herrscht Alarm. Der wurde gerade vermutlich deaktiviert, weil ich keine Lust habe, den Fall nochmal abzuspielen. Blend den Alarm nochmal ein. Gut, von mir aus. Du das gern hättest. Ja. War dabei zu sagen, was ich mache. Eigentlich. Ja, dann mach das doch im Hintergrund. Bei diesem Laut. Also ich mach auf und kontrolliere das System, was eigentlich gerade los ist. Ja, alles klar. Da brauchst du auch nicht irgendeinen Skill, du machst den Alarm aus. Ja. Ich komme. Und du bekommst die Meldung, dass ihr von einem verfeindeten Schiff gescannt werdet. Ich komme in der Brücke an, ich bin dort im Windesallee hingerannt an der Decke. Über die Decke und tauche auf der Brücke auf und mit einem Satz springe ich über die Apparaturen rüber zum Captain Sessel und frag den Piloten, der nicht scheinbar die ganze Zeit da war, was ist hier los? Was war der Alarm? Davon noch eine Frage. Wer hat eigentlich an seinem Sitz die Steuerung für die Waffensysteme? Wir haben keine Waffensysteme. Du hast nie gefragt, ob ihr Waffensysteme habt. Meines Wissens nach haben wir keine Waffensysteme. Ja, irgendwas müssen wir ja haben. Okay, ich hab nie danach gefragt. Jetzt ist es ein bisschen spät dafür. Ich frag den Druiden, der Druide hat vorhin die Waffensysteme in der Maschine, den habe ich das untersuchen lassen. Ich frag den, ja, können genau. Wir die Waffen. Jetzt bin ich wieder du hast ihn nicht untersuchen lassen. Okay, haben wir Waffensysteme, Schilde, Waffensysteme? Schilde habt ihr, ihr habt eine Tarnvorrichtung und ihr habt Waffensysteme, weißt du nicht. Hast du nicht nachgeguckt? Falls es nicht schon zu spät ist, ich rufe in die Runde, wer das auch immer kann, da wahrscheinlich der Druide, Schilde aktiv, falls es noch nicht zu spät ist. Macht die Schilde aktiv. Ihr bekommt übrigens eine erstmal Audioübertragung. Nehmt ihr sie an oder schießt ihr? Wir schießen nicht. Ich bin der Captain, wir schießen nicht, wir nehmen sie an. Ich sag, nehmt sie an. auf den Vorderbildschirm. Es ist nur Audio. Auf den Vorderbildschirm, das übertragt es mir, dass das hören kann. Über die Lautsprecher. Ich möchte diese Situation gerade nochmal nochmal kurz erklären. Ihr bekommt eine Übertragung, es ist nur Audio. Der Captain sagt auf den Schirm. Ja. Captain, es ist nur Audio. Auf den Schirm! Ja, okay. Spielt sie ein. Initiiere. Und abwippt auf den Schirm. Ja, gut. Es geht. Was hören wir? Ich muss auf dem Bildschirm ungefähr so gerade. Krieg dich ein. Oh, ein weißes Feld. Ja, das ist der Bildschirm. Ja. Okay. Das ist der Bildschirm. Du wolltest eine Audioübertragung auf den Bildschirm. Der Bildschirm ist hier. Wie mach ich das wieder weg? Draufklicken und zurück. Der Bildschirm ist hier vor uns. Hier. Das kann man jetzt nicht sehen. Der Bildschirm ist das hier. Das sieht man sogar leicht. Ja. Mehr oder weniger. Gut. Was hören wir? Auf dem Bildschirm ist ein Audio-Visualizer. Schön in bunten Farben. Ja. Und die Nachricht lautet... Fremdes Schiff, Sie befinden sich in menschlichem Gebiet. Identifizieren Sie sich oder Sie werden zerstört. Ich frag den Druiden, wie heißt unser verdammtes Schiff? Das habe ich auch noch nicht gefragt, das wusste ich auch noch nicht. Ich würde dem Schiff gleich gerne antworten. Ich gebe die Daten weiter, weil ich ja am Anfang anscheinend der Einzige war, der sich die Kontrolldaten angeschaut hatte. Ja, genau. Da müssten sie dann drin stehen. Ich sag dann den Namen vom Schiff, den ich nicht nachgefragt hatte, aber theoretisch weiß. Ja, ist gut. Du weißt, dass das Schiff Echo heißt. Okay, ich sag dem Pilot, der scheinbar die Kontrollen hat, dass er versuchen soll, also Audiosignal zurückzusenden.
Das ist kein Problem, dass das geht. Dass ich mal ein Audiosignal schicken darf. Gut, ich melde mich zurück. 3-2-1, du bist jetzt live übertragen. Jetzt müsstest du auch noch spielen. Ja, ich bitte darum. Hier ist Captain Drass von der Echo, USS Echo. Wir sind auf friedlicher Mission unterwegs. Wir führen nichts im Schilde. Wir haben hier nur einen Transportauftrag vor uns. Wir bitten durchgelassen zu werden. Ende. Gut. over and out. Gut, dann lass ich mir nochmal eben senden. Gut. Mit welchem Wert willst du das tun? Lügen, manipulieren? Ist es nicht? Weil du sagst die Wahrheit in dem Fall. Sag die Wahrheit. Fehler ich bei deinen Werten. Betören? Weiß ich nicht, ob du das so machen willst. Willst du es bedrohend machen? Ich möchte das, ich weiß nicht. Ich krieg das doch einfach hin zu sagen. Da muss man doch nicht drauf würfeln. Ja, schon klar, aber was für eine Wirkung es hat. Es soll eine möglichst freundliche Wirkung haben. Gut, dann würfel doch einfach Manipulieren, weil im Endeffekt will ich sie manipulieren, dass sie uns durchlassen. So könnte man es rechtfertigen. Ja, würde ich so nicht sehen. Weißt du, was du machst? Du würfelst jetzt bitte auf Drohnen, aber um 20 erleichtert. Ich habe da einen Wert von fucking 62 drauf. Ja, die Chance, um 20 dass das, erleichtert. Chance, Drohnen dass das geht, schief geht. Oh, es ist ein kritischer Erfolg. Quasi Misserfolg. Du brüllst richtig übel und wütend deine Nachricht rein. Man wir versteht sind tot. Auch nur so die Hälfte. Es wirkt sehr bedrohlich. Gut, dann warten wir mal darauf, zerstört zu werden. Gut, es kommt tatsächlich eine Live-Antwort und diesmal auch mit Bild. Ich versuch's nochmal. Ihr seht, es ist definitiv ein menschliches Schiff, weil ihr seht ein halbwegs normales menschliches Gesicht in einem grün-braunen, ja, da ihr euch nicht so gut damit auskennt, würdet ihr sagen, Ganzkörperrüstung? Ja, wir sind am Arsch. Und er redet mit euch. Okay, jetzt nochmal in Ruhe. Wer sind sie? Warum sind sie hier? Captain Drass vom Raumschiff Echo. Wir sind auf friedlicher Mission. Ich versuche es nochmal, dieselbe Nachricht nochmal ruhig zu machen. Vom Raumschiff Echo. Wir sind auf friedlicher Mission. Wir haben eine Transportraumschiff. Wir haben die Waffen nicht auf sie gerichtet. Wir sind in friedlicher Mission hier unterwegs. Wir wollen nur unseren Auftrag abliefern und wieder heile zu Hause ankommen. Das ist unsere Mission. Was genau transportieren Sie? Wir sind keine Gefahr. Medizinisches Material. Wir haben genügend medizinisches Equipment auf dem Lager. Wir schicken medizinisches Equipment aus dem Labor. Ah ja. Ziel? Ich guck zum Pilot rüber. Mir war das Ziel? Wie hieß das Ziel? Ich hab's aber gerade auch nicht im Kopf, wie es heißt. Ja, aber gut. Wir wollen nach Kosiri 7. Kosiri 7. Danke, das wollte ich gerade raussuchen. Müsste ich mir mal aufschreiben. Ich sehe es gerade aber auch nicht. Dann hast du es dir nicht aufgeschrieben. Ja, ihr wisst es gar nicht, also bis auf. Also eigentlich muss ich es wissen. Ja, eigentlich schon, aber ich hab's euch auch. Es ist auch in den Computern drin, deswegen könnt ihr es auch nachschlagen. Ja, du sagst das Ziel, guckst du nebenbei auf den Bildschirm, ganz unauffällig. Ja. Wir liefern medizinisches Material an Kosiri 7. Was nicht mal eine Lüge ist, deswegen muss ich nicht mal auf.
Ich verheimliche, dass wir ein Mitglied, dass wir jemanden an Bord haben, den wir transportieren, aber ich sage die Wahrheit, das war medizinisches Material transportieren. Gut, dann. Kann ich die scannen? Oder kann unser Der Doktor hat ja Medizin. Derjenige, der es am besten kann, darf sie gern versuchen, unauffällig zu scannen. Wenn wir einen Alarm kriegen, wenn die uns scannen, scanne ich die garantiert nicht zurück. Ich bin auch nicht blöd. Dann macht's der andere. Mit welches Skill möchtest du scannen? Leute! Mit welches Skill? Scannen? Was anderes habe ich nicht wirklich dafür. Dann schätzt sie einfach nur ab und scannst sie nicht. Ja, genau. So schätze ihre Waffenstärke ein. Ich schätze, welche Waffen sie am Deck haben. Gut, dann Würfel drauf. Jetzt beruhigende Musik. Mehr. Okay, ja. Das, was ihr vor euch seht, ihr habt ja ein Bild auf dem Monitor gehabt. Es ist ein Zerstörerklasse-Schiff. Namen habt ihr jetzt nicht. Oha. Habt ihr jetzt bisher nicht. Aber das Ding... Ich kann euch mal ein Beispiel kurz aufzeichnen. Angenommen, das hier seid ihr. Dann ist das Ding etwa... Moment. Etwa so die Kategorie. Es ist kleiner als wir. Nein. So, das 100 ach so, bis 200-fache. Okay, wir sind der Punkt daneben, okay. Ja, ihr seid der Punkt daneben. Okay. Nur mal so zum Verständnis. Und das Ding sieht auch aus wie so ein klassisches, wie eine klassische Rakete. Nur also ich warte auf Antwort des anderen. Ich habe gerade gesagt, ich hoffe, ich gehe davon aus, dass ich es geschafft habe. Ich habe dem übermittelt, dass wir in Frieden kommen und das war medizinisches Material. Ja klar, die anderen wollten jetzt nur Dinge tun. Also scannen wollt ihr sie nicht? Kommt irgendeine Antwort vom Gegenüber oder? Ich möchte jetzt erstmal wissen, wollt ihr sie jetzt scannen oder irgendwas anderes noch tun? Wir machen gar nichts mehr. Ich frage den Chef auf jeden Fall. Ob er gerne handeln würde. Und zwar biete ich ihm diese sehr seltene und wertvolle Alien-Technologie an von unserer Welt. Was er mir dafür geben würde. Ich fauch dich laut an, was du wieder das Wort erhebst. Hast du verkaufen oder sowas? Ich habe Verhandlungsgeschick. Dann würfel bitte darauf. Das ist nämlich tatsächlich eine sehr gute Idee. Modi, ich gehe dazwischen und fauche ihn an, was nein, er hier. Ist zu spät. Nein, er zieht durch. Ich habe mit einem unterstanden. Hier reden zwei Captains. Reden zwei Captains miteinander. Ich möchte diesen alten Schrott von der Maschine verkaufen. Ja, verkauf ihm die alte Medizinstation oder was das war. Ja, das kaputte Zeug. Und wenn dann rausfindet, dass es kaputt ist, sind wir am Arsch. Ja, sehr schön. Danke für das. Ich verstehe das auch einfach nur nicht. Während du das machst, fauch ich dich bedrohlich an. Will ich dich dazu bringen, es zu lassen. Ich bin der Captain dieses Schiffs, du mischst dich hier gerade in eine Unterhaltung zwischen zwei Captains ein. Du Pilot, bleib mal hier, bleib mal ganz weit unten. Darf ich mal auf bedrohen wirken? Euer Captain hat absolut keine Führungsqualitäten, also. Es kann auch vollkommen egal sein. Ich würde ihn gerne bedrohen, dass er es nicht macht. Ich würde ihn so bedrohen, dass er es nicht schafft. Dann tu das. Ich habe ein höheres Einschwein. Nee, warte mal, ich habe. Okay, was ist es? Ich meine, Würfelglück ist heute super. Schaffe ich nicht. Ja, der Captain wirkt nicht sonderlich bedrohlich. Außerdem sagt der andere: Nein, lassen Sie ihn. Wir sind durchaus interessiert. Falls Sie unser Schiff gescannt haben, sollten Sie wissen, dass wir durchaus beschädigt sind. Medizinische Ausrüstung durchaus brauchen. Ich setze mich zu. Wenn Sie nichts dagegen haben, würden wir einen unserer Männer zu Ihnen rüberschicken, um die Teile abzuholen und Ihre Fracht zu überprüfen. Ich bin dagegen, aber ich bin hier scheinbar nicht mehr der Chef der Lage, deswegen ich lasse mich zurück in den Sessel fallen und lasse die Leute machen. Das ist. Macht ihr mal. Okay, übernehmt ihr mal die Situation. Ihr könnt es ja scheinbar besser. Das ist. Viel Spaß euch.
Ich übertrage über. Antworte an seiner Stelle, wir sind einverstanden. Alles klar. Dann sollten in etwa 23 Sekunden einer unserer Männer bei Ihnen eintreffen. Gut, wenn der jetzt bemerkt, dass das ein kaputtes Gerät ist, dann sind wir am Arsch. Aber so gut wie ich verkaufen kann. Ich laufe schnell zum Labor, klopfe an und rufe, dass er sich verstecken soll. Ja, bei deiner Geschwindigkeit kriegst du das hin. Ich laufe gleich über zum feindlichen Kommando. Schon wieder? Keine Sorge, wir haben die besten Waffen. Ich habe einen Goldbar, den ich an den Kopf werfe. Kann das so drei? Ey, das ist meiner! Nee, ist meiner. Mein Team ist nein! Frau. Mein Team ist inkompetent. Excuse me. Du hast irgendwas anderes gekriegt. Der Goldbarren gehört mir. Du hast die echte Pistole bekommen und ich habe den Goldbarren bekommen. Gar nicht wahr, bekommen. Die hast du. Du Pfeife. Nein, ich habe den Goldbarren, weil ich der Ferengi bin. Ja. Ich habe den Goldbarren, du hast die Pistole. Ihr habt beides. Ihr teilt euch okay. beides. Warte, was? Teilen? Irgendwas, das stimmt schon. Das ich ist sitze, meiner. Ich sitze derweil in meinem Captain-Sessel und blättere in Shakespeare's Hamlet rum. Steckt das Hirn zum Himmel und sage, sein oder nicht sein, das ist dir die Frage. Dann verhandle ich auf jeden Fall mit den Leuten, um nochmal etwas mehr aus dem Schrott rauszubekommen. Alles habe ich auch bestanden. Ich hoffe, der Professor hat sich inzwischen versteckt irgendwo. Das weißt du nicht. Aber es ist davon auszugehen. Aber ich habe da angeklopft und er hat hoffentlich die Tür entriegelt. Auf jeden Fall, kurz darauf hört ihr. Und. Ups, die Explosion sollte noch nicht auftauchen. Gut. Ja, sehr schön. Das ist aus dem Mal mit uns reingeflogen. Passiert. War ein Vogel im Triebwerk. Ich bleib weiterhin auf der Brücke. Alles klar, gut. Hier, wie üblich am Gang, taucht eine Person auf. Groß, glänzender Körper, normaler menschlicher Kopf, so wie üblich. Mit anscheinend auch Implantaten bei den Augen. Mhm. Sieht beeindruckend aus. Größe etwa so 2,50 Meter, Breite so etwa 1,80 Meter. Ein Arm ist tatsächlich auch scheinbar eine Kanone. Ach du Scheiße. Und er wartet drauf, von euch empfangen zu werden und zu den Ladungen und alle Räume zu inspizieren. Okay, Ich salutiere vor ihm roboterhaft und deute ihm den Weg zur medizinischen Einrichtung erstmal. Habe ich das irgendwie gesehen? Ja, wenn du es nicht gesehen haben willst, dann weißt du nicht, dass ich bin nicht auf der Brücke. Kann ich das gesehen haben? Es ist hinter dir, wenn du dich umdrehst, ja. Okay, ich habe das nicht gesehen. Ich sag das mal nicht. Weil sonst müsste ich das mal leider als Meuterei notieren. Wenn du gerade von einem fremden Typ gesalutiert hast. Das ist gerade hier. Aber das haben wir mal gerade nicht gesehen. Entschuldigung. Salutieren dass du vor den Feinden salutiert hast. Du gerade vor den Feinden salutiert hast, das ist ein bisschen. Ich hab's aber nicht gesehen. Captain, der noch nichts durchbekommen hat. Ich hab's leider nicht mitbekommen. Ich hab das Gefühl, wir werden noch viel Spaß haben. Ich hab's leider nicht mitbekommen, also mach mal. Na, zum Glück. Okay, also ich zeige ihm erstmal die medizinische Anlage und erwähne dabei, dass die in letzter Zeit einige Probleme gemacht hat, eventuell. Mhm. Ja, ihm fällt absolut nichts auf. Er sieht sich das Gerät an und befindet es für absolut funktionsfähig und gut. Puh. Cool. Keine weiteren Probleme. Bei der 100 ihm fällt auch findet nicht. Er es sogar so Premium-Ware, dass er uns nochmal den doppelten Sold gibt. Nicht bei dem Charakter, nein. Schade. Wie viel bekomme ich jetzt eigentlich für das Geld für die Maschine mit dem zweimal verhandeln? Seit wann kriegst du Geld für Maschinen, da du nicht irgendwem anders gehören, die du verkaufst? Ich glaube, das funktioniert so nicht. Da ihr keinen Preis ausgemacht habt, lassen sie euch
einfach weiterfliegen und ihr werdet von ihnen nicht mehr weiter belästigt und anderen Menschen. Sehr schön. Ja, ja, okay, das ist zumindest ist wenn ihr euch nicht ganz übel verhaltet. Ja, okay, das ist auch okay. Okay, ich zeige ihm als nächstes den das Maschinenraum. Das hat ja sehr scheiße geklappt. Alles klar, Maschinenraum. Wem zeigst du das? Dem alles Kerl. Klar. Der ist schon abgehauen. 50, 1,80. Sind die nicht abgehauen? Mensch. Nein, der holt jetzt gerade seine Ware und inspiziert euer Schiff von oben bis unten. Ach, scheiße. Weit wie möglich. Okay, Maschinenraum wird für sicher und etwas alt befunden. Ja. Okay. Ich bleibe am Türeingang stehen und nicke zu einfach allem, was der Typ sagt. Ich bin auf der Brücke und lese Hamlet. Als nächstes zeige ich ihm den Freizeitbereich und lasse unauffällig die noch da rumliegenden Schädel verschwinden. Alles klar, Nummer 1 und... Okay. Er guckt sich den Raum an, an Scannen, was er gerade die ganze Zeit tut. Findet er nichts groß Auffälliges. Pflanzen findet er ganz nett. Guckt sich die Schädel an. Denkt sich seinen Teil. Andere Kulturen und so. Aber er kommt ihm schon ein bisschen komisch vor. Vor allem, weil eins davon ein menschlicher Schädel ist, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe keinen menschlichen Schädel dabei gehabt. Ich habe menschliches... Ach, okay, dann... Ich habe menschliches Hirn, das habe ich in der Hand. Ah, gut. Oh Gott, dann ist bloß dann ist, bevor der bei dir ankommt. Alles cool. Dann ist alles cool. Passt zu dem aber staubigen können, und dreckigen Look von eurem Schiff. Aber ich weiß alles nicht. Okay. Aber es könnten unter Umständen menschliche Knochen dabei sein. Das ist durchaus... Oh, dann... Nein, Sergi! Das ist nicht abwegig, das ist man da mal... Das ist nicht... Sorry, oh, aber... Er guckt zu dir und sagt, ich glaube, ihr habt ein kleines Rattenproblem hier. Das sollte man sich mal angucken. Und ja, mehr kommt da nicht, weil er exorbitant scheiße würfelt. Okay, ich rechtfertige das mit der exotischen Kultur unseres Captains. Alles klar. Willst du mir jetzt wirklich sagen, Er hat gerade festgestellt, dass das keine Menschenknochen sind. Willst du ihm jetzt sagen, dass das Menschenknochen sind? Oder? Okay. Nein, ja. dass da Knochen rumliegen. Ja, das auch. Ich zeige ihm als nächstes den Schlafraum. Ich bin auf der Brücke. Alles klar. Und schiebe dabei mit einem leichten Klapsen wieder den Roboter in seine Ladestation. Der da nochmal festgesteckt hat, ist. Alles klar, dann meldet er sich, okay, sieht soweit alles gut aus. Ich nehme aber in der hier seltsame Werte in der Luft. Ich stelle da seltsame Werte in der Luft fest. In der Luft? Was genau ist in dem Raum oben? Oben. Das ist ja, auch nochmal oben. Das Labor, ne? Ja. Unterschiedlichste Forschungseinrichtungen. Dann würde ich hier gern sehen. Das ist unser nächstes Ziel. Ich komme dazu und sage, dass es da oben ein Methanleck gab und dass da man am besten gerade nicht so gut reingehen sollte. Dann werfe ich einmal auf Redekunst. Alles klar. Ich habe ja diesen einen Punkt in hier, wie heißt das nochmal? Geistesblitzpunkte? Ja, ich benutze den mal lieber. Angriffe neu! Ich möchte keinen Typ mit einem riesigen Kanonenarm hier rumballern haben. Du könntest auch mal schätzen, wie viel Kampfkraft er hätte. Mehr als ich wahrscheinlich. Oder warte, ja, lass mich erst schätzen. Ja, als kleinen Hint. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich werfe lieber. Der macht dich sowas von fertig. Das würde ich aber auch sagen, wenn ich richtig geworden Modi, bin. Modi, so, da ich die Vorlage weiß, von wem du das kennst. Ich habe um. Ja, der macht die fertig. Ein paar Punkte verkackt. Beim Redekunst. Ja, das sieht mir nicht nach Methan aus hier.
Ich würde gerne sehen, was sie da oben haben. Ich räuspere mich. Und er lädt schon mal den durch. Weg. Ja, ich gehe schon mal voran, räuspere mich und sage, dass er sich vertan hat und es sich um Spuren von Wasserstoff handeln dürfte in der Luft. Dann gucken wir mal. Das sieht mir auch nicht nach Wasserstoff aus. Na gut. Und dann, er entsichert. Und er entsichert. Entschuldigung. kann ich den einmal scannen? Jetzt ein bisschen starke. Du kannst ihn einmal scannen, ja. Dafür habe ich dir den Wert gegeben. Jo. Du kommst nicht durch seine Panzerung. Okay. Ja, ich drücke auf den Türöffner zum Labor. Gut. Ich werfe ihn den Goldball, den Spaß mache ich nicht. Du hast gesagt, was du tust. Ich akzeptiere das. Pen Paper Regeln. Du würfel bitte einmal auf Fernkampf, weil ich wissen will, ob es funktionieren würde. Der Goldball ist meiner, das kann er gar nicht machen. Wenn nicht, alles cool, aber wenn es funktioniert, vielleicht funktioniert's. Okay, ich werde. Wann ist der Goldbarre eigentlich aus meinem Besitz in seinen übergegangen? Ich halte das für sehr, sehr frech. Es hätte sogar geklappt. Kannst du dich jetzt wehren und den Goldbarren an dich nehmen? Nur aus Theorie, ich möchte auch wissen, wie stark es geworden wäre. Ja, dann mach 3D10. Ja, okay, es wäre nicht stark gewesen, aber es wäre witzig gewesen. Ich weiß nicht, ob es stark wäre, du kannst mal einschätzen. 17. Ja, du weißt nicht, wie stark das ihn erwischt hätte. Achso, ja, aber ich meine, es klingt nicht sehr stark. Du weißt nicht, wie viel EP der hat. Du schätzt ihn als extrem stark ein. Für dich hätte das die Idee keinen großen Schaden gemacht. Wenn er 20 EP hat, dann ist er fast tot. Das ist also nicht EP, sondern AP. Ja, okay, das außerdem, stimmt schon. Ja. Den umzubringen wäre aber trotzdem eine kacke Idee. Ja. Ihr könnt es mal... Aber ihr sprecht darüber gerade übrigens neben ihm. Ich nicht. Ich spreche überhaupt nicht. Die Tür öffnen. Ja. Funktioniert das oder nicht? Ja, das funktioniert und ich wirf mal eben was für ihn aus. Okay, er hat nicht mitgekriegt, wie ihr über seine Ermordung gerade geredet habt. Offensichtlich. Gut. Ihr habt Glück. So. Ich chill weiter. Einmal hier. Aha. Okay. Gut. Er begibt sich in Richtung von einem dieser Lagerschränke. Ziemlich zielsicher. Was tut ihr? Ich scanne den Lagerschrank. Ich will ihn davon abhalten. Musst du das wirklich, um zu wissen, was drin ist? Ja. Ich scanne diesen Lagerschrank jetzt. Das wird er gleich selber herausfinden, wenn er ihn öffnet. Ja, es haut hin. Gut, rate mal, wer drin ist. Sitzt der Herr Professor drin? Oder? Nein. Auf deinen Daten ja. Okay, warte mal, das ist Grazblöcke. Ich glaube, identifiziert man nicht das Licht. Wie weit? Modi, wie weit ist das? Er hat ihn offensichtlich erkannt. Kleine Frage aus Interesse: Wie weit ist die Brücke vom Labor entfernt? Eine andere Frage aus Interesse: Kann ich Schild aktivieren und Hyperraum anmachen? Das kannst du. Wenn dir was bringt. Wenn du es willst, kannst du es per Fernsteuerung machen. Du kannst nur einmal einschätzen, ob ihr dem entkommen würdet. Dann werfe ich mal auf Navigieren. Und ich versuche das jetzt wirklich. Wie weit ist die Brücke vom Labor entfernt? Kann ich da in wenigen Sekunden rüberkommen? Oder? Ich benutze eine meiner Intuition auf dem Feld. Dann habe ich noch eine auf dem Feld. Ja, gut, dann mach's. WTF. Willst du das wirklich? Zum Glück. Willst du nicht nochmal einen einsetzen? Ja. Oh Gott. Ah, gut. Oh Gott. Alles. Wir sind weg. Okay, alles wir sind klar, im Krieg mit dem... Er drückt unauffällig... Wir sind im Krieg. Er drückt mit unauffällig auf ein paar Tasten auf seiner Fernbedienung. Ihr Idioten! Und ihr beiden, die nebendran steht, würfel jetzt bitte mal einen D20. Ihr hören Rissigen. Das kriegt man mit, wenn man von 0 auf volle Beschleunigung geht. Ihr hören Rissigen Idioten. So. Triggered. Ich begebe mich momentan noch langsam, weil ich sehe noch keine Gefahr, aber begebe mich langsam Richtung Labor.
Alles klar, gut. Ich gehe mal nachgucken, bitte auch warum... einmal. Du warst anwesend. Geh mal nachgucken, warum da gerade das Raumschiff... Ich gehe mal nachfragen, warum das Raumschiff so schnell gestartet wurde. Oh, Moment, ich muss noch führen. Warum wir jetzt vor den Angreifern fliehen. Oh. Welcher Idiot auf diese Idee gekommen ist. Gut, du gehst gemächlich in die Richtung, du bist nicht am Kampf beteiligt. Der Pilot bitte einmal würfeln. Aber gleich. Ja, warte, auf. Einfach 21er für die Initiative. Weil man kriegt mit, wenn man entführt wird. Okay, du bist tatsächlich sogar als erstes dran. Ah, okay. Dann darf ich jetzt einfach Kampf machen? Du darfst einfach Kampf machen, ja. Gut, dann nutze ich meinen Fernkampf. Mit dem Blaster aber und nicht mit einem Goldbarren. Ja. Ist noch drunter? Ich habe 57 drauf. Und dann schießt. 6 Stück waren es, oder? Ja, 6W10. 32. Okay. Ey, einmal eine 10 und einmal eine 1. Nice. Ja, das ist solide. Dann. Lass mich kurz rechnen. Dann machst du ihm jetzt 32 Schaden. Lebt er noch? Du hast ihn zumindest zurückweichen lassen und er hat jetzt auf jeden Fall irgendwo an der Rüstung ordentlichen Brandfleck. Okay, gut. Ich würd... Dann ist er als nächstes dran und er würde ebenfalls mit seiner Handkanone feuern. Auf. Das finden wir gleich raus. 12. Er ist momentan auf euch fokussiert. Und der erste ist tot. Discord-Reihenfolge ist auf den Androiden, okay. Wie viel Feuerkraft hatte das Ding? Ihr habt euch dafür entschieden. Macht da nicht so viel Schaden. Ja, was? Das ist das Problem. Ihr seid gerade beide anwesend. Luft fliegen lassen oder sowas. Du kannst ja versuchen auszuweichen, wenn du das unbedingt willst. Ja. Aber erstmal müssen wir wissen. Ja, erstmal müssen wir wissen, wie viel Schaden er macht. Oder machen würde. Vielleicht ist es nicht so viel. Würfel es aus. Also ich kann doch ausweichen, egal wie viel Schaden er macht. Ich kann doch jetzt als nächstes. Ich kann doch gleich drauf reagieren. Selber Schaden wie bei euren. Also kann den Schaden ja abwehren, indem sie ausweicht. Wie stark ist eigentlich die Pistole, die sie hat? 26 würde er machen. Ja, ich versuche auszuweichen. Alles klar, dann auf deinen Basishandelnwert. Ein 100er? Ja. Great. Nee, klappt nicht. Alles klar, dann kriegst du 26 Schaden. Super. Okay, danke übrigens, dafür, Alblali. Übrigens, während ich... Ach, wir sind nicht mehr 2012. übrigens... Das stimmt. Übrigens, während ich auf die Richtung Labor laufe, ich würde mich gerne mal... Ich habe diese Fähigkeit, die ich noch nicht benutzt habe, würde ich endlich mal nutzen. Ich würde mich gerne auf dem Weg, weil ich weiß, da ist der Feind ist an Bord. Ich würd mich gern verwandeln. Und zwar das gerne in irgendeine. Das denkt euch was aus. Ich würd mich gerne dass ich nicht als Echsenmensch da auftrete. Ich würd mich gerne in eine wehrlose Dame verwandeln. Das da als. Vielleicht kann ich mal. Vielleicht kann ich mal den geben. Vielleicht kann ich so tun, als wäre ich der eigentlich transportiert wird. Vielleicht kann ich so tun, als welche der. Oh, du willst dich in ihn verwandeln, oder was? Nee, ich will vorgeben, dass ich der eigentliche bin, der... Ich bin eine wehrlose Dame, die transportiert wird. Ich bin der eigentlich... Okay, stimmt, du weißt doch nicht, dass ihr gerade... dass ihr gerade irgendeinen Offizier entführt habt. Und ich hab's übrigens mit Bravour bestanden. Ja, du schaffst es. Verwandle mich in eine... Die Kampfreihenfolge im Discord? Ich verwandle... Den Namen von dem Typen? Ich verwandle mich in eine Bildschirm... Eine inkompetente alte Dame. Verwandle mich in eine bildhübsche Dame, die in einem wunderschönen Abendkleid ist, was jetzt... Abendkleid? Bitte Uniform, Zwergi, komm schon.
Ne, ich will transportiert, ich will eine ahnungslose Dame spielen. Ich bin das eigentliche, der eigentliche Grund dieses Transports. Gut, dann. Mhm. Oh, dann würde tatsächlich der Doktor mit irgendeiner improvisierten Waffe, die er scheinbar besitzt, auch auf den Typen schießen. Versucht das Ganze durch Täuschung zu lösen. So, das ist ebenfalls. Das sehen wir gleich. Oh, er würde den Typen ziemlich übel in den Rücken schießen und ihm nochmal 34 Schaden machen. Ist er nicht langsam tot? Weißt du nicht. Schaden? Du kannst einschätzen. Irgendwann muss er tot umfallen. Sagen wir es so. Ja, irgendwann muss er tot umfallen. Oder explodieren oder was auch immer er sonst so tut. Ja. Okay, bin ich inzwischen, glaube ich, langsam mal im Labor angekommen, oder Mordi? Das sind jetzt ein paar Sekunden. Ich würde sagen, eine Kampfrunde noch, dann kommst du an. Okay, dann neue Reihenfolge. Oder beziehungsweise Android darf einmal angreifen oder ausweichen oder Dinge tun. Würde den gerne oder die Rüstung gerne. Die Hecken? Ist da irgendwas Hackbares dran? Du kannst versuchen. Kann ich die mechanisch untersuchen und dann versuchen zu hacken? Du hast eine Aktion pro Zug. Also entweder du machst es gleich oder willst du das einschätzen. Okay, dann will ich mechanisch, also mit Mechanik einschätzen, ob die irgendwo Schwachpunkte hat und wenn ja, wo. Okay, Schwachpunkte. Dann Würfel drauf. Ja. Okay, ja, du siehst, dass sie vor allem an den Schweißnähten schlechter verarbeitet ist als erwartet. Also, wenn du ihn ordentlich triffst, kannst du ihm durchaus einen Arm weghauen oder sowas. Ich dachte, kein Kriegsschiff war nur irgendwelche Piraten, die sich so bewusst zusammengeschweißt haben. Willst du auf Schurken würfeln? Ihr habt alle niemals Star Trek geguckt, oder? Warum? Na gut, ich kann es ja mal sagen, die basieren im Grunde auf dem Borg. Also, ja, das schon, stimmt, aber haben die so schlecht zusammengeschweißt? Kommt drauf an, aber es gab durchaus welche, die schnell fallen. Es ja, gibt aber auch einige, die ziemlich. Kabel abrupfen wäre sinnvoller, oder? Die meisten Borg aus Star Trek, gegen die willst du eigentlich nicht kämpfen. Ja, die meisten sind übel. Nee. Eher weniger. Ja, gut. Dann war das deine Aktion, dann neue Kampfrunde. Also jetzt wieder auf Intuition werfen, also auf 20 oder was? Nee. Die Kampfreihenfolge steht fest. Dann darfst du als erstes angreifen oder was auch immer tun. Dann. Schwichtig, sein Spaß. Kannst du versuchen, wenn es klappt, dann ist ich gut. Ich hab einen Wert von 30 oder so da drauf. Ich schieß dann nochmal. Dann schieß. Ich habe getroffen. Auf jeden Fall. Dann würde erstmal versuchen auszuweichen. Was eventuell klappt. Nein, es klappt nicht. Dann mach Schaden. Ups, das waren die falschen Würfel. Das waren die richtigen. 41. Okay. Jetzt sollte er aber langsam tot sein, weil ich glaube, wir sind bei 99 Schaden. Ja, er schwankt auf jeden Fall schon gut, aber er ist noch nicht erledigt. Aber er würde jetzt noch einmal versuchen zu schießen. Er trifft nicht. Er schießt irgendwo wahrscheinlich gegen die Decke oder sowas. Dann darf jetzt der Doktor nochmal machen. Vielleicht sind sie schon fertig, bevor ich ankomme, dann brauche ich gar nicht mehr. Dann mache ich mir einen bequem. Okay, ihr seht, wie er irgendwas an seinem Arm tut. Mehr passiert jetzt erstmal nicht. Mhm. Ja, dann darfst du nochmal irgendwas tun. Ich jetzt. Du kannst auch versuchen zu hacken, ja. Ich bin noch unterwegs zum Labor oder was? Okay, dann versuche ich. Du kommst jetzt die Runde an. Okay, dann hack. Was passiert denn da unten? Nee.
Alles klar, ja, du versuchst, aber irgendwie scheint er zumindest das scheint noch zu funktionieren. Na, immerhin für ihn. Gut, nächste Runde. Und das nächste Runde ist, dann würde ich glaube ich langsam ankommen, oder nicht? Dann, ja, du tauchst jetzt in der Tür auf. Ich tauche in der Tür auf und da ich mich vorher verwandelt habe, tue ich ganz erschrocken und. Ich bin, noch der Erste von der Ding her, oder nicht? Du bist als Erstes. Er ist immer noch nicht beteiligt. Also ich komme in den Raum und tue erstmal ganz erschrocken und tue, als wäre ich so, oh, was läuft denn hier ab? Und tue so, als wäre ich eine. Ich treffe. Alles klar. Und für den Style werfe ich den Goldbarren auf ihn. Das ist mein Goldbarren. Der ist in meinem Inventar. Der gehört nicht dir. Du hast diese Kackpistole bekommen. Ich versuche mich wieder. Du hast eigentlich nur eine Aktion pro Runde. Also. Modi, ich versuche mich wieder. Ich musste doch werfen, ob ich treffe. Und dann. Ach so, stimmt. Lol. Okay. Modi. Hatte ich vergessen. Modi, ich kauere mich übrigens wie eine eingeschüchterte Lady in einer. Wie eine harmlose Lady irgendwie irgendwo in der Ecke und tu so, als wäre ich irgendwie in der Hoffnung, dass er mich für keine Gefahr hält. Also wild schreien würde mir lieber gefallen. Nein, ich bin ganz. Ich mach so, oh, ich fall fast in Ohnmacht. So, tu so, als wäre Schauspielkunst. Ja, wir sind bei 116 okay. Schaden. Ja, ein bisschen was hat er noch. Tut jetzt erstmal gleich Dinge. Muss erstmal gucken. Wird mich damit übrigens am Kampfgeschehen beteiligen. Mordi. Okay, das heißt, er kann noch einmal angreifen. Okay, er würde auch irgendwen von euch angreifen. Gucken wir mal, wen von euch. Selbst wie vorhin. Schade, ich hätte wenigstens relativ guten Werten verteidigen, dass ich nicht so viel Schaden bekommen hätte. Ja. Übrigens bin ich jetzt Teil des Kampfes. Falls jemand. Okay, Android darf ausweichen oder 32 gemobbt. Schaden fressen. Ja, sorry, Würfel sagen Würfel. Nein. Okay, dann kriegst du 32 Schaden. Lecco mio. Wie weit bist du unten? Weit. Ich würde euch gern. Die Sache ist die, ich würde mich auch nicht verarzten lassen, weil der macht dir wahrscheinlich nur noch mehr Schaden. Modi, ich würde mich ganz gerne heimlich, ohne dass er mich als. Kriege ich das irgendwie unbemerkt, an der Decke hochzuklettern? Dass er es nicht merkt, dass die schüchterne Frau gerade Wände hochklettert. Hast du Schleichen oder sowas? Ich habe Klettern. Ja, gut, dann gucke ich mir mal deinen Kletternwert einmal an. Der ist 60, der ist solide. 60, ja, dann mach's um 20 erschwert. Oha. Dann kriegst du es heimlich hin. Schief. Ich hab 20. Ja, passt. Jetzt krieg ich hin. Ja, okay, ich klettere an der Wand hoch. Ich versuche über die Decke, über ihn zu kommen. Alles klar, das tust du. Wer ist jetzt dran? Er hat gerade geschossen. Warte darauf, bis ich im Kampf dran, bis ich die Möglichkeit ergibt, dass dann, wenn gerade keiner schießt, dass mich auf ihn stürzen kann. Ich hol by the way gerade meine Dolche raus. Und halt sie hier. Ihr seht gerade wieder eine sexy Dame mit Dolchen an der Decke hängt. Ich weiß nicht, ich finde alte Person nicht so sexy, aber egal. Wer sagt eine alte Person? Hey, du hast gesagt eine alte Dame. Ich habe nicht in die Junge, du hast alte Dame gesagt. Ich habe gesagt, ich bin eine sexy, ich bin eine junge Dame im Abendkleid. Ich bin eine relativ. Ja, eine bildhübsche Dame. Ist okay. Ist okay, gut. Dann darf der Android jetzt noch einmal angreifen oder was auch immer tun. Ich hab Video. Also, ich jetzt den Goldbarren oder diese Kackpistole, weil eigentlich hatten wir gesagt, ich hab den Goldbarren. Gut, dann hast du die Pistole. Echt. Wie stark ist die Pistole eigentlich? So stark wie eure anderen Waffen, nur schießt sie mit tatsächlichen Kugeln. Ah. Nehme ich halt die Energiepistole rauf und schieße auf den. Alles klar, dann schieß. 1 Antimateriegranate dabei. Ein 20 B10er. Alles klar. Ihr hättet euch vorbereiten können, ihr wolltet nicht.
Okay, du machst 24 Schaden. Und damit ist er... Na, sehr toll. Damit ist er tot. Du schießt einmal und hast scheinbar irgendein wichtiges Teil getroffen, weil er... Hat er 140 Leben? 140? Sollte eigentlich 150 haben, aber ja. Dann hat er, gut, noch hat er halt 100... Egal. Okay, ja, aber gut, mit 10 Leben liegst du immer in unwichtigen. Ja, habe ich mich da vertan. Dann habe ich mich da vertan, hab den nicht umgebracht, dann... Liegt er ohnmächtig am Boden. Dann seht ihr, wie er anfängt zu husten und ohnmächtig wird. Und ich, währenddessen, ich klebe an der Decke, ich klebe da oben, ich habe die Messer in der Hand, ich stürze mich von oben runter und ramme ihm den Messer in den... Ist nicht dran. Möchtest du auf Wissen würfeln, ob das eine gute Idee ist? Tu es nicht, ich halte ihn auf. Das kannst du... Er fällt von der Decke, du kannst ihn nicht aufhalten. Er darf einmal auf Wissen würfeln, ob das eine gute Idee ist. Ich würde das nicht auf Wissen würfeln. Das gebe ich dir. Okay, ich möchte dir die Möglichkeit geben, ob das... Worauf soll ich würfeln? Deinen Basiswert. Das verkackt, da habe ich nur 15. Ja, dann finden wir es raus. Okay, das habe ich tierisch verkackt, das ist eine gute Idee. Es ist eine, es ist eine fantastische Idee, eindeutig ein Kriegsverbrechen zu begehen. Oh. Ja. Okay, also, dann also tue ich das. Du tust es, greif mit deinen Dolchen an. Du hast, ich stürze mich hast damit... Stürze mich auf ihn hinab und Wehrlosen und spieß ihn mit. Ach, Wehrlos, er hat euch angegriffen. Wehrlos, der hat euch gerade attackiert, den ganzen Kampf. Weil wir den entführt haben, du Pfeife. Bevor den Doktor mitnimmt und unsere Mission verhindert. Stimmt, du weißt ja noch gar nicht, dass ihr schon längst abgehauen seid. Ich springe von der Decke runter und durchbohr den mit meinen Dolchen. Okay, dann mach ihn bitte. Warum kann ich mich aufhalten? Ist nicht nötig. Ist nicht nötig, weil ich hab verkackt. Ja, du versuchst auf ihn raufzuspringen. Du hast so grandios verkackt, dass du auf einen seiner Arme springst und daran einfach abgleitest und einer deiner Dolche geht dabei kaputt. Ach du Scheiße. GG, ich nehme den Goldbarren und schmeiße ihn nach unserem Captain. Fernkampf. Gut, du musst werfen. Bekommt er eigentlich von den zwei Kritischen irgendwie Schaden, weil er ja von der... Gut, also kämpft jetzt gegen meine eigene Crew. Das ist auch sehr schön. Der kritische Fehler ist, dass er einen seiner Dolche verloren hat. Ja, okay. Es haut ihm nicht, treffen ihn. Mach ihm Schaden. Er hat keine Möglichkeit, da jetzt auszuweichen. Nicht? Du bist gerade von dem Arm abgeglitten. Du hast deinen Dolch dabei verloren. Er kriegt einen Goldbarren an den Kopf und kriegt 5 Schaden. 3d10. 3. Du hast mir gesagt, wenn es geworfen ist, ist es was anderes. Ganz genau, Wurfwaffen sind anders. Na gut. Er kämpft gegen meine Crew. 23 Schaden. Du kriegst 23 Schaden, ja. Das ist 100 minus 23. Mach den Rechner auf. Das sind 77. Ja. Gut, ich rappel mich auf und mach das einzig Logische. Ich greife den Druiden an. Alter! In meinem Bereich übergreifen. Ich fauche böse einmal in seine Richtung und greife ihn an. Er hat mich gerade geschadet. Gut. Hat mich gerade geschadet. Lern Deutsch. Ich hab dich geschadet, der Deutsch. Ich kaufe natürlich der Deutsch. Lass mich kurz was auswürfen. Oh, das ist sehr gut. Was hast du denn für Werte? Ich habe Deutsch relativ hohe Werte. Also jetzt nur ein Deutsch. Ich möchte nur kurz einmal checken. Was willst du? Würfel mal bitte auf... Ich glaube, Körperkraft ist brauchbar dafür. Würfel mal bitte auf Körperkraft. Ich will sie mit dem Dolchen angreifen. Es gibt noch andere Charaktere außer dich, bevor dieser Kampf beginnt. Körperkraft würfel bitte einmal auf nix. Körperkraft. Ja, würfel mal drauf. Habe ich aber geschafft. Okay. Sehr knapp, aber ich hab's geschafft. Dann kannst du zumindest erschwert angreifen. Du hatte nichts anderes erwartet. Dann. Ich würde gerne mit meinem verbliebenen Dolch den Druiden angreifen. Hälfte von deinem Wert. So viel gebe ich dir noch. Na toll. Das habe ich wahrscheinlich verkackt. Ich verkackt. Alles klar. Dann seht ihr, wie der Captain so versucht anzugreifen. Frau im roten Abendkleid mit dem... Ja, das ist eine Frau mit rotem Abendkleid. Ihr kennt das noch gar nicht. Dass irgend so eine fremde Frau... Ihr wisst nicht, dass es der Captain ist. Stimmt. Ja, und kurz vorher
Genauso wie der, große Kerl ohnmächtig wird. Perfektion. Okay, Schaden krieg ich davon keinen, oder? Nein, du kriegst keinen Schaden, du schläfst jetzt erstmal. Ah, nice. Dann kann ich mal die Zeit nutzen, um mal auf Toilette zu gehen, weil... Okay, ich spüre viele von beiden den Puls. Bis gleich. Ja, sie sind beide noch am Leben. Dann bin ich ja jetzt dran zu kämpfen. Der Kampf ist vorbei. Achso, ja. Oder willst du dem jetzt noch lynchen? Könntest du wieder tun, was ihr wollt. Schlag ihn auf seinen Kopf, einen Spaß, das mache ich natürlich nicht. Kannst. Du Vollidiot, sollst du solche Sachen nicht sagen, Morty nimmt alles, wörtlich alles. Höchstens mache ich sowas mit Zwergi. Er ist ja ein Roboter größtenteils, oder? Du kannst mal einschätzen, wie viel. Ich frage. Nein, wie heißt sie nochmal? Wie heißt unser Android nochmal? Ich weiß es nicht, ich habe mir den Namen nicht aufgeschrieben, ich hab's vergessen. Heiße Kami. Kannst du vielleicht den Namen auf Trench Dings ändern? Ja, das wäre ganz cool. Oben das Zahnrad, dann kannst du es jedes Mal ändern. Auf jeden Fall, genau. Gut. Auf jeden Fall, dann frage ich Kame, ob sie ihm den Arm, also diese Waffenarm abmontieren kann. Ich guck mir das an. Und schau, ob ich das beurteilen kann, ob ich das hinkriege. Ja, dann würfel mal. Ohne ihn dabei tödlich zu verletzen. Ich habe keine Ahnung, ob ich es hinkriegen kann. Ja, dann würfel einfach mal auf die entsprechenden Werte. Ob ich es mache? Versuch's einfach. Ja, versuch's einfach abzumontieren. Ja, als draufgehen kann er nicht. Ja, das ist das Problem. Ich will nicht, dass er drauf geht. Ja, aber sagen wir so, dann hat der Zwergi jetzt dann wieder Nahrung. Und so oder so wird er eh sterben durch Zwergi. Ja, es ist recht wahrscheinlich. Also, kannst versuchen. Okay, ich versuche ihm den Arm möglichst schonend abzumontieren. Ich hab's ganz knapp verkackt. Ja. Das ist mies. Ja, gut, du schaffst es, ihm den Arm zu entfernen, aber dran schrauben würdest du ihn nie wieder können. Sagen wir so, er ist leicht beschädigt. Dann nehme ich auf jeden Fall den Arm an mir und tue das in meinem. Entschuldigung, das ist meiner. Nein, ich habe extra gefragt, ob du ihn für mich abmontieren kannst. Du hast nicht gesagt, dass ich ihn dir gebe. Ich nutze mein Verhandlungsgeschick, um die Situation zu klären. Dann tu es, wenn er das gern möchte. Es hat geklappt. Ich habe 63. Gut. Was möchtest du gegenwürfeln? Ich weiß das. Versuch den Arm zu hacken, sodass er durchdreht und du ihn nicht mehr haben willst. Okay, das kannst funktioniert du auch. Nicht. Go again. Okay, dann benutze ich Diplomatie, um ihn zu überreden, dass ihn. Nope! Es scheint ja eine sehr gute Idee, ihm den Arm zu geben. Der Arm gehört ihm jetzt. Ich bin immer noch. Und damit das geklärt ist, der Goldbarren jetzt auch. Er hat einfach so gut argumentiert. Jetzt bin ich immer noch. Ich bin immer noch bewusstlos, oder? Schätzen, ja, du bist doch bewusstlos. Achso, schätzen. Okay. Ja. Hä? Das ist meine Fähigkeit. Ich muss geldgierig sein. Ich habe nichts positiv. Ich weiß nicht, wie viel es wert. Ich habe. Ich habe 50. In Schätzen. Ja. Kannst du nicht einschätzen. Hast du das noch nie gesehen? Aber du kannst einschätzen, dass der Arm offensichtlich nur auf halbe Kraft gestellt war. Oha. Ah, okay, gut. Dann habe ich auf jeden Fall Roboterkanonenarm. In Klammern, kein Plan, wie viel wert werde ich aber verkaufen. So, ja. Ich habe keinen positiven Charakter-Perk genommen. Ich habe mir wirklich nur den negativen Perk genommen, dass ich gierig bin. Ja, das stimmt. Ich habe auch fast keinen. Ja, aber bei dir ist es normal. Ich habe schwer zu vergiften. Ich glaube an den Schrank, wo der Professor sich drin versteckt. Was tust du? Ich habe nicht zugehört. Ich glaube an den Schrank, wo der Professor sich drin versteckt. Musst du nicht, die Tür ist offen. Ja, gut, und er vermutet sich gerade halt wieder an seinem Arm irgendwas rum. Nee, ich gebe ihm die Hand und helfe ihm auf. Alles klar, tust du. Gut, dann frage ich ihn jetzt, ob es ihm gut geht, aber es okay ist.
ja, ist alles im Rahmen. Was wir als nächstes tun sollten. So schnell wie möglich ans Ziel. Wir sind offensichtlich vor einer feindlichen Macht entkommen. Ihr seid gerade geflüchtet. Ich halte es für eine gute Idee, wenn wir uns beeilen. Ja. Wir sind gerade geflüchtet vorne. Das war allerdings ungeschickt. Dann sucht mal nach dem Captain. Der Kapitän liegt draußen vor der Tür. Das wisst ihr nicht. Beziehungsweise, nee, stimmt. Wissen wir nicht. Was ist das für ein Würfel? Was ein DF gewürfelt? Ja, das ist ein Fatsch-Würfel, aber was ist das jetzt nochmal Fatsch? Ich weiß es nicht. Habe ich nie benutzt. Müssen wir mal raus. Dieser Würfel ist mir gänzlich unbekannt. Ey, du kannst, links hast du diesen Würfel-Tab und da würfel ich die ganze Zeit drüber, weil es einfach schneller geht. Da kannst du einfach zum Beispiel D100 drücken und dann hast du D100. Okay, plus minus 100. Das ist minus 9. Cool. Ja, sehr gut. Das ist ja geil. Okay, den muss ich mir merken. Falls du irgendwas komplett random brauchst, nimm den Würfel. Ja. Modi, übrigens, es steht seit Stunden dieser Pfeil hier auf der Brücke. Was du kannst du eigentlich auch löschen? Ja, sorry, ihr befindet euch gerade hier. Kannst du eigentlich auch löschen, ach, oder? Das ist, so das ist meine. So, im Grunde kann ich es auch löschen. Der ist so egal, der Punkt. Den haben wir die letzten Mal nicht benutzt. Ja. Ich wollte es euch anbieten, aber ihr nutzt das Zeug ja eh nicht. Wir können es uns vorstellen. Ja. Okay, ihr habt diesen Encounter erfolgreich gemacht. Ihr habt jetzt einen ohnmächtigen. Oh, ja. Wärst du vielleicht mal kurz so nett, den Wissenschaftler nochmal einzublenden? Sicher, warum? Wegen der Person, die zuschaut. Ach, lol. Schön. Wir haben Zuschauer. Was, wir haben Zuschauer? Offensichtlich. Ich habe keine Ahnung, aber. Nicht bei mir. Ja, mindestens eine. Wo? Bei mir? Du musst einen Zuschauer bei dir haben. Ja, es wird angezeigt, aber ich habe keine Ahnung, wo. Ich bin nicht im Mod-Chat, aber ist egal. Wir haben Zuschauer. Mensch, nice. Okay, das kann sein. Ja, cool. Das ist jetzt eine ganz neue Erfahrung. Ja, das ist neu. Ich bin ganz nervös. Also schreibt gerade keiner im Chat. Das ist die Tatsache. Alles gut, wir machen einfach weiter. Das ist der Typ, den sie gerade gerettet haben. Von dem Mensch habe ich leider kein Bild, weil es hätten zu viele potenzielle Encounter sein können. Warte. So. Wieder zurück auf der Map, wieder zurück im Spiel. Also, ihr habt einen ohnmächtigen menschlichen Offizier. Und eine ohnmächtige Frau im Abendkleid. Okay, die beide auf Boden vom Körper liegen. Beide ins Medizinlabor und fessle die da. Okay, das kriegst du hin. Warum fessel? Okay, ja. Macht Sinn. Weil du eine fremde Frau bist, darum. Weil ich keine Ahnung habe, wie sie reingekommen ist. Ich habe gerade aus Spaß gegoogelt, Roboter mit Kanonenmensch, Mensch mit Kanonenarm. Und ich habe einfach He-Man bekommen. He-Man ist überall! Warte mal, ich schieße gerade ins Discord. Und weitere markenrechtliche Probleme. Ich hab mich in Ruhe. Ach, er! Ja, stimmt! Hallo! Das hab ich ganz vergessen! Solang's ihr nicht einblendet. Alles gut. Ist Spielzeug. Okay, cool. Ja. Ach so, aber das stellt nicht. Stellt ihn euch so vor! Aber das ist nicht He-Man, das ist also. Es ist irgendwas aus He-Man. Aus dem Wissen, ich kannte mal den Namen, aber ja. Aus dem wissen wir eher alle, dass He-Man in Wirklichkeit Mathe-Mann ist. Mittlerweile ist es Mathe-Obdachloser, aber gut. Hm. Wieso? Okay. Egal. Guck die letzten paar Videos. Ich schau den gar nicht. Ich weiß, deshalb. Jetzt weiter zurück zum Abenteuer. Sorry für die Unterbrechung. Wir hatten wichtige Mathe-Mann-Dinge zu besprechen. Mhm. Gut. Okay, ihr fesselt die beiden irgendwo bei der medizinischen Einrichtung. Es wacht zumindest die Frau wieder auf, bei ihr ist der Schaden wohl nicht so groß. Ich versuche mich zurück zu verwandeln, ob das noch geht. Dann verwandle dich zurück. Geht. Von 95. Okay, das schaffe ich. Alles klar. Ich verwandle mich zum Captain zurück in meine ursprüngliche Form. Als ich bemerke, dass es der Captain ist, mache ich ihn wieder los.
Okay, ich zische wütend und, also nicht auf dich, aber ich zische wütend und sagte, ich hatte einen Plan, verdammt. Das habe ich gesehen. Ich begebe mich auf die Brücke zurück. Ja, und guckst dabei so auf deinen komplett verbogenen, kaputten Dolch. Ja. Oder warte, ich gehe nicht auf die Brücke zurück, sondern ich gehe mal ins Labor vielleicht, oder wo gibt's wir sind auf der Medizinstation, wo ich gefesselt war. Nein, wir sind im Labor. Du bist noch im Labor als Einziger. Ich suche nach einem Ort, wo ich meinen Dolch eventuell reparieren könnte. Versuch den Maschinenraum. Ich bin im Schlafraum, weil ich den Roboterarm zurückgebracht habe in mein Zimmer, in meinen Kabinenschrank. Alles klar, dann tust du das. Okay, ich gehe in den Maschinenraum und guck dort, ob ich irgendwas finde, womit ich meinen... Okay, mit was willst du es denn reparieren? Mit welchem Skill? Tja, das ist eine gute Sache. 12-mal. Ja, ich höre. Du willst mit irgendwas denn Dolch reparieren? Alles cool. Mit Medizin, vielleicht kann ich den heilen, den Dolch. Für mich ist das nicht gewesen. Würde ich zulassen, wie viel erschwert? Sagen wir mal, wenn du 10, weniger als 10 schaffst, dann schaffst du es. Okay, würfeln wir mal. Das habe ich auf jeden Fall nicht geschafft. Ja, das kriegst du nicht hin. Ihr habt da zwar ein paar Werkzeuge, aber... Okay, ich stecke den kaputten Dolch ein. Vielleicht treffen wir irgendwann mal auf jemanden, der mir das reparieren kann. Ich suche den Kapitän, nehme den Dolch und versuche mit Mechanik nochmal was zu machen. Dann mach das. Ihr müsst nicht suchen, der ist mit relativer Wahrscheinlichkeit auf die... Nope. Der ist kaputt. Ja, ich stecke ihn ein. Nicht wieder. Ich stecke ihn ein und in der Hoffnung, dass ich den irgendwann anders reparieren kann. Okay, ich reiche unserem Kapitän einen Schraubenzieher. Ich steck den Schraubenzieher kopfschüttelnd ein. Okay, gut. Was auch immer du meinst, was damit. Musik gerade Werbung hat? Nee, aktuell nicht, aber der Stream hat ein bisschen Delay, aber das kann. Ah, schön. Warte mal eine Minute. Gerade geschrieben. Warte mal eine Sekunde, dann ist das wieder weg. Wer schreibt das denn die ganze Zeit? Das passiert in der Vergangenheit. Mein Gott. Die Person, die zuschaut, sie hat halt keinen Twitch-Account, deswegen. Warum? Ach so, okay. Warum? Cool. Einmal bitte an alle Zuschauer, ja, es hilft nichts, wenn ihr auf Discord schreibt. Das ist zwar schön, für mal, also wenn ihr auf den Discord kommt, aber wenn ihr auf Twitch, erstellt euch einen Account und schreibt im Chat mit. Das ist Bitte weiter, wir verschwenden hier gerade wirklich Zeit. Was haben wir gemacht? Ich muss mir erstmal noch einen Schraubenzieher aufschreiben. Dann schreibt den Schraubenzieher auf. Gut. Den restlichen Tag könnt ihr mit verbringen, mit was auch immer. Der Typ wacht erstmal nicht auf. Ist alles noch cool. Ich gehe auf jeden Fall zu den Typen zurück und fessle ihn und sperre ihn irgendwo im Labor im Schrank ein. Das habt ihr schon gemacht. Warum denn im Labor? Da arbeitet unser Professor so dämlich. Ja, aber genau deswegen. Genau deswegen, dass man den finden kann. Zur Sicherheit von diesen Typen. Nein, den Typen nicht zum Professor sperren. Was? Nein, ich meine irgendwo, wo Zwergi halt nicht hinkommt. Ja, aber warum sperren wir Zwergi aus oder so? Keine Ahnung, aber der kommt nicht zum Doktor dazu. Warum ich? Hab ich den Doktor angegriffen oder... Nein, es geht nicht darum, dass du den Doktor angreifst. Es geht darum, dass du den Angeschossenen angreifen könntest. Deswegen will er den im Labor einsperren. Aber den Kerl will ich auf keinen Fall mit unserem Auftrag in einem Raum haben. Er sperrt ihn ins Schlafzimmer. Ihr findet einen Schrank, der zufällig die richtige Größe hat und abschließbar ist. Schließen wir das so ab. Ihr sperrt ihn in den Schrank. Meine Fresse. Ich begebe mich auf die medizinische Station und gucke, ob ich da irgendwie mich regenerieren kann, ob ich da irgendwie was finde, wo ich da... Ich bin ziemlich angeschlagen. Es passiert sowieso den Rest des Tages nichts mehr. Ihr könnt alle soweit regenerieren, euch reparieren und alles. Ich verarzte mich selbst auf der Station. Mit meinen Skills, die ich schon so grundlegende Medizinskills habe ich. Ja, ihr seid auch alles ein hochentwickeltes Schiff und so weiter. Passt, ihr könnt 2D20 regenerieren. 2D20? Ich Lust gemacht? Nein, nicht mehr als geht. Du entspannst dich einfach. Nee, das waren 100er. 2D20.
16. Ja, 16 kriegst du zurück. 77 war das, glaube ich. Ich hab's jetzt schon. Ja, Barnes. Du hast jetzt noch 77 plus 5, 16. Ja. Ach egal, ich krieg gar nicht mehr rein. 93. Ja, du kannst ja auch noch regenerieren. Ah, okay. Oder nicht? Ja, es darf sich jeder regenerieren, der Schaden gekriegt hat. Ja, so. Ja, oder reparieren oder was auch immer. Kann sie da vielleicht noch mehr drauf machen, wenn sie noch ihren Reparier-Skill dazu packt? Sie kann sich von mir aus auch upgraden, wenn sie die Würfe schafft. Es geht. Kann ich upgraden? Natürlich. Du hast sie versucht. Du kannst mit Maschinen umgehen. Ja, gut. Ich frage unseren Piloten sehr freundlich, ob ich mir diesen Arm nochmal anschauen darf und eventuell Teile davon benutzen kann. Natürlich. Was bekomme ich denn dafür? Gute Idee. Wie wär's mit dieser wunderschönen Kanone? Ich werfe auf Verhandeln. Okay, mach das. Es ist noch genau drin, ich habe 63. Ich habe dich gerade nach dem Arm gefragt. Was willst du mit dem Arm, wenn du den Arm eh schon hast? Nein, deine Kanone. Welche die Kanone? Pistole. Die echte Pistole. Ach, Leute. Ist nicht dein Ernst. Doch. Gib ihm die. Kleiner Rat, gib ihm einfach die Pistole. Glaub mir, ist es wert. Ich gebe ihm die andere Pistole, die mit Projektilen. Ja, wollte er doch. Ist doch cool. Ja, du hast jetzt den Roboterarm und ich habe die Pistole. Achso, ich hab den gekriegt. Ja. Ja, na dann. Der lootet alles. Dann einmal normal auf Mechanik, ich weiß, was du vorhast. Okay. Ich habe in meiner Charakterbeschreibung stehen, dass ich meine Arme in zwei Teilen beide. Ja, in Klammern einfach. Ich würde den Arm gerne A reparieren und B an einen meiner Arme anbauen. Das schaffst du. Hey, hast du kein Problem. Ein Gegenstand, man schätzt, ob die Pistole wert. Ich hätte übrigens ich hätte auch einen Wert für Schleichen gehabt. Pistole ist knapp 60 wert. Springen ja, okay, und Schleichen. Achso, und ich sage ja auch, dass die Pistole noch aufwertbar ist. Also die war nur auf 50% Leistung und so. Aber ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Also der. Okay. Ja, du hast jetzt ordentlich Feuerkraft. Was hat der denn an so Schaden, der Kanone? Dann sollte er wahrscheinlich 12 W10 haben, oder? Ja, genau. Oder 6 W20, wie du möchtest. Nee. 12 W10. Beziehungsweise 6 W10 mal 2 ist es. Der ist nicht schlecht. Das ist richtig ordentlich. Okay, gut, bin ich zufrieden. Also ich habe jetzt einen Kanonenarm, finde ich gut. Ist in der Zeit, die wir jetzt nichts zu tun haben, würde ich mich gerne mal wieder in den Freizeitbereich begeben. Und ich würde gerne meiner Crew, dass sie jetzt wissen, auch mal meine Verwandlungskünste zeigen und dann mal ein bisschen zeigen, dass das kann, damit ja, sie das nächste Mal eingeweiht sind. Ich verwandle mich. Ja, das könnt ihr alles tun. Ich verwandle mich einmal in den Druiden und einmal in den Piloten, um denen mal zu zeigen, dass ich mich in beliebige Form verwandeln kann, dass ich zu ihnen werden kann, dass ich auch zu fremden Leuten werden kann. Alles klar. Ich glaube, da muss ich nicht drauf würfeln, da habe ich die Zeit, das in Muße zu tun. Damit ja, zu konzentrieren. Dann würde ich sagen, skippen wir einfach an den nächsten Tag, Tag Nummer 6. Und so ihr bekommt, während ihr so, ja, die ersten sind ja gut gelaufen. Ja. Gut gelaufen. Ja, ich wollte dann nur mal ausprobieren, wie das mit dem A2 geht. Na gut, wir sind nicht gestorben. Wir sind nicht gestorben, deswegen, naja. Ja, insofern ist es halbwegs gut. Kriegt ihr am nächsten Tag die Meldung, dass sich in trotz eurer maximalen Geschwindigkeit irgendein Objekt von hinten nähert. Was genau ist nicht auszumachen, irgendwas Kleines, wahrscheinlich so eine Art Asteroid oder so. Okay. Ja, ihr könnt ja mal gucken, was es ist oder ignorieren. Vielleicht ist es gar nichts. Könnt ihr mal einen Scan-Versuch starten, der Pilot? Ich versuche da mal mit Navigieren alles, oder? Die Steuerelemente bedienen. Ja, erschwert um, keine Ahnung, 20.
Ich schlag dem Piloten als Captain vor, dass er mal einen Scan-Versuch starten sollte. Das wollte ich gerade selber machen. Hat geklappt, oder? Alles klar. Ja, hat geklappt. Dann scannst du, dass es tatsächlich drei sehr kleine Objekte sind. Eins hat auch sowas in Richtung Lebenszeichen eventuell, aber kein Sauerstoff oder sowas. Was genau kannst du nicht wissen? Und der Captain darf mal würfeln auf... Übrigens, ich muss mal im Stream erwähnen, dass vor meinem Fenster ist gerade ein Vogel tot zu Boden gefallen. Also ich meine, das fand ich auch nicht schlecht. Wow. Das finde ich auch nicht schlecht. Habe ich halt gerade gesagt, okay, ein Vogel halt einfach ist einfach von mir abgestürzt. Ist einfach wie ein Stein zu Boden. Plumps. Du Scheiße. Gut. Der Captain darf jetzt einmal würfeln auf Wissen über Piraten und sonst was, aber erschwert um Hälfte. Okay, hast du nicht geschafft. Wissen über Piraten habe ich 35. Die Hälfte davon... Hälfte ist... Hast du ganz knapp nicht geschafft. 16,5, ich runde ab. Also, ja. Du hast auf jeden Fall irgendwie ein ganz komisches Gefühl bei der Sache und du glaubst, dass ihr solltet vielleicht versuchen, höher zu gehen. Okay, ja, dann gebe ich dem... dem Piloten den Befehl mal... einen Zahn zuzulegen, mal ein bisschen Bestes. Auf ein Warp höher, Warp 9 Maximalgeschwindigkeit. Ich bin noch drunter. Also Maximalgeschwindigkeit. Maximalgeschwindigkeit. Das ist das falsche Universum. Gut. Ihr bringt auf jeden Fall ein bisschen Abstand erstmal, aber der verkleinert sich immer noch. Ja. Hat der Pilot schon gescannt? Ja, hat er schon längst. Deswegen wissen wir doch überhaupt, was es ist. Ihr wisst nicht, was es ist. Wir wissen so halb, was es ist. Kannst du nochmal versuchen zu scannen, noch einen zweiten Versuch starten? Darf ich? Ich meine, es ist relativ unnötig, aber ich kann es versuchen. Und beim zweiten Mal es kann nicht unnötig sein. Ich schlag dir vor, dass du es nochmal versuchst. Was bringt mir eine 41? Es ist immer noch unter meinem Navi, es ist immer noch in dem Skill-Bereich drin, aber. Hast du geschafft? Ja, passt. Scannen passt schon. Das kriegst du hin. Ja, selbe Informationen wie vorher, nur dass noch ein paar komische Energiesignale anscheinend dabei sind. Was okay, genau sag, kannst du nicht wissen? Ich sag, wir sollten die Schutzschilder aktivieren, falls da ein Angriff ist. Geht das technisch gesehen überhaupt? Ja, geht. Schilder habt ihr. Momentan werden wir noch nicht angegriffen, also geht. Schilder aktivieren. Dann aktiviere ich die Schilder und sage dem Captain, dass er vielleicht mal den Gasmenschen-Typen irgendwas, was wir da oben haben, fragen soll, ob er eine Ahnung hat, was das ist. Die Piraten, weißt du. Okay, das mache ich. Ich gehe hoch zum Labor und klopf mal an. Klopf bei dem mal. Ich folge unserem Kapitän, sicherheitshalber. Du hängst mir auch immer an den Fersen. Wie kann man dich loswerden? Du wirst vielleicht noch rausfinden, warum. Wow. Werbung. Schnell im Muten. Ein bisschen Zeit. Also, wie gesagt, ihr habt jetzt noch etwa eine Stunde, bis das Objekt oder was auch immer es ist, euch trifft. Ja, ich gehe zum Labor hin und klopf mal an, ob der, und frag den mal, ob der, wir den fragen, ob der weiß, was da ist. Okay, du gibst ihm also alle Signale, alles, was ihr so habt. Vielleicht lade ich ihn sogar auf die Brücke ein, der soll ich das mal angucken. Alles klar, dann kommt er ein paar Minuten später raus. Ich würde mal sagen, so. Auf dem Bildschirm. Ich denke, auf dem Bildschirm ist das zu sehen, dass da was so. Kann ich ein kompliziertes Ausweichmanöver planen? Du kannst ein kompliziertes Ausweichmanöver planen, ja. Wie viel Abzug habe ich dann? Sagen wir mal. Hälfte vom Wert. Oh mein Gott. Okay, du kannst auf jeden Fall ein extrem gutes Ausweichmanöver planen.
könntest es auch jetzt schon durchführen. Dann würde es euch wahrscheinlich nicht treffen. Dann mache ich das direkt, ja. Das meinte ich ja eigentlich damit. Ich würde gerne dann durchführen, ja. Ich würde gerne auch die Meinung von dem Wissenschaftler, von unserem Gast wissen, ob der dazu irgendwas weiß. Alles klar, mit den Daten kann er jetzt nicht so viel anfangen, aber die Energie kommt ihm bekannt vor. Das scheint, was habe ich da aufgeschrieben gehabt? Halt in der Familie zu leben. Ja. Scheint zu irgendwelchen Antimateriewaffen zu gehören. Okay. Also böse. Ganz böse. Ah. Wie viel kann ich mal. Ich mache mal. Ich frage ihn, ob ich mal. Während eben diese. Ich habe ja dieses jetzt. Ich sage mir so, ich habe das jetzt automatisiert, dieses Ausweichmanöver. Ich gehe mal zu Kame und frage mal, ob sie so grob eine Ahnung hätte. Ja? Scheiße, ja, egal. Tut mir leid. Egal. Auf jeden Fall, ich frage Kame, den Roboter, was für. Oder Android, ich habe keine Ahnung mehr, was das ist. Android. Was, alles. Ja, ich frage den Android, was ungefähr unser Schiff so aushält. Also, ja. Ich habe auch noch keine Ahnung. Ich habe auch noch keine Körper. Den Maschinenraum und guck mir an, was die Schilde so hergeben, schätze ich. Ich habe auch noch keine Aussehensbeschreibung von Yumis Charakter gehört. Habt ihr von gar keinen. Stell mir einfach die ganze Zeit in meinem Kopf, ist einfach, ich stelle mir die ganze Zeit Data aus Star Trek vor, aber. Ich auch. Das Bild, was ich für Androide einsetze, das ist. Ja, mit den Armen von General Grievous. Ja. Mit einem Kanonenarm. Zeig's euch gleich. Ja. Alles klar, gut. Das solltest du vielleicht mal beschreiben, damit es die Zuschauer im Stream auch wissen. relativ blass. Jetzt gerade die drei Arme, ein Rucksack, wo ich mein transportiere. Es ist also Data, okay, gut. Es ist Data. Alles klar, gut. Weiße Haare. Also nein. Ja, Data mit Haare. Data hat Haare. Data hatte Haare. Aber schwarze. Ja. 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 Bannhause. Jedenfalls, ich gehe in den Maschinenraum und gucke, ob ich da die Schilde mir mal angucken darf und deren Zustände. Der Zustand ist eigentlich optimal. Aushalten würden sie Laser easy. Schwerere Waffen können durchkommen, müssen nicht, aber gegen sowas, was, wenn das irgendwelche wirklich Antimateriestrahler oder so sind, dann seid ihr am Arsch. Gut, dann sollten wir ausweichen, nach bester gut. Möglichkeit. Sagen wir mal, es sind 20 Minuten vergangen. Ich sag unserem Gast, dass er vielleicht erstmal auf dem Schiff, auf der Brücke bleiben soll, wenn er nicht gerade unbedingt was anderes im Labor zu tun hat. Wenn es ernst auf ernst kommt, schicke ich ihn dann von der Brücke, aber wenn er vielleicht, hab den Eindruck, dass er ein bisschen was davon weiß, vielleicht kann er uns ein bisschen helfen. Wissenschaftler, er wird sich mit Technik auskennen. Ich bitte ihn, auf der Brücke zu bleiben und uns zu unterstützen bei der. So, das, was auch immer es ist, ist jetzt mittlerweile schon relativ nah. Ihr habt noch so 35 aber Minuten. Zumindest nicht mehr. Weißt du nicht. Okay, ich starte nochmal einen Scan. Weißt du nicht. Ich versuch's nochmal zu scannen. Hat das Ausweichmanöver vom Piloten geklappt? Das hat er gut durchgezogen. Okay. Können wir es irgendwie abhängen oder so? Haben wir die Möglichkeit, da Tempo drauf zu kriegen und das abzuhängen? Das habt ihr jetzt schon versucht. Ihr könnt es nicht abhängen, das Ding ist zu schnell. Ich habe versucht, es nochmal zu scannen, aber es hat nicht geklappt. Dann kriegst du dieselben Daten wie vorher. Ich frag mal, wie wäre es, wenn wir das, bevor es uns erreicht und angreift, dass wir das mal kontaktieren. Sollen wir da mal fragen, dass wir den... Ja, kontaktier du mal, in der Zeit überprüfe ich mal unsere Waffensysteme. Ja, mach die Waffensysteme bereit, falls doch Angriff kommt, falls dann danach... Ja, mach mal die Waffensysteme bereit. Falls ich es wieder verkacke, oder falls ich es verkacke. Ich überprüfe, was wir für Waffensysteme haben. Darf ich mal kurz wissen, was du für einen Fernkampfwert hast? Wer ist du?
Was? Wer ist du? Du. Ich hab 40 auf Fernkampf. Wer ist du? Ja, du. 40 auf Nahkampf. Dann bediene ich lieber die Fernkampfwaffen, weil da habe ich 57. Jupp. Ja, alles klar. Und da es ein kleines Schiff ist, wird es wahrscheinlich auch so verteilt sein, dass der Pilot beides machen muss. Aber du pilotst den Piloten, brauche ich für die Ausweichmanöver. Du musst eventuell nochmal. Ja, ich meine, das Schiff wird wahrscheinlich so konstruiert sein, dass der Pilot beides machen muss. Ja, ist es. Beziehungsweise beides machen kann. Gut, dann würde ich mal sagen. Ja. Dann würde ich mal sagen, Brustfrequenzen erhöhen und aktivieren und Kontakt schicken. Da der Android jetzt erstmal Begrüßung. Da der jetzt geschaut hat, was für Waffen wir haben. Was haben wir denn eigentlich? Ihr habt Standard-Laserkanonen und ihr habt 3 Fusionsbomben. Also ihr habt die Raketen bereit gemacht oder habt ihr Waffen bereit gemacht? Ja. Ja, also kampfstark seid ihr nicht gerade. Ja, aber zur Not, das ist, ich meine. Zur Not könnt ihr was ausrichten, ja. Okay, dann. Also eine kleine Stadt könntet ihr zerstören, aber mehr nicht. Eine kleine Stadt. Dann sag ich dem Druiden, oder vielleicht kann es der Pilot mal Brustsequenzen aktivieren und eine Begrüßung in allen Sprachen, in allen bekannten Sprachen losschicken. Okay, mach ich. Dass man erstmal signalisiert, wir sind hier. Meldet euch bitte. Gut. Ihr kriegt keine Antwort, aber mittlerweile zeigen eure Scanner schon an, dass es anscheinend 2 KI-gesteuerte Leben, in Anführungszeichen Lebensformen sind und irgendwas Biologisches, etwa so 3 Meter groß, was auf euch zukommt. Werden ja immer größer. Das macht mir Sorgen. Ich frag nochmal. Der Captain darf nochmal auf seinen Piratenwert würfeln. Ich frag aber dann auch nochmal den, bevor ich auf den Piratenwert würfel, frage ich mal den Wissenschaftler, ob er jetzt, da es nochmal näher gekommen ist, da es nochmal größer sieht und nochmal mehr Daten hat, ob er da jetzt noch was erkennt, was uns weiterhelfen könnte. Nichts weiter Nützliches. Worauf habe ich jetzt gewürfelt? Dein Piratenwissenwert, dein Standard. Das habe ich nicht geschafft. Ja, okay, aber du hast ein ganz mieses Gefühl. Das habe ich seit langem. So. Ihr habt jetzt noch etwa 5 Minuten. Ja, ich gebe den Befehl nochmal einen Kontaktversuch zu und dann eben nochmal die zu kontaktieren und Schilde verstärken. Alles klar. 2 Minuten. Holt und ihr empfangt tatsächlich was. Ich sag jetzt einfach mal Musik ausblenden. Warte kurz. Aber ich sag dem Druiden mal bitte alles auf die Schilde setzen und alles verstärken. Die Schilde müssen ganz stark sein. Okay, ich leite Energie um zu den Schilden. Ich müsste nicht doch würfeln. Ihr könnt volle Energie auf die Schilde geben, einfach so. Ah, okay. Das geht. Okay. Gut. Let's get ready. Dann habt ihr jetzt noch etwa 1 Minute. Wir kriegen eine Nachricht von denen. Ihr kriegt ein Signal zumindest. Wollt ihr es abspielen? Let's go. Ja. Gut. Ihr hört Folgendes. Und Copyright Claim. Keine Sorge, ist alles Copyright Free. Alles von YouTube. So, Lautstärke müsste passen, oder? Jetzt höre ich gar nichts mehr. Ich höre kaum was. Okay, alles klar. Dann muss ich doch ein bisschen mehr. Jetzt ist es zu laut. Genau in der Mitte. Ja, ein Schlag findet tatsächlich etwa genau hier statt. Wer möchte nachgucken gehen? Ich bleib auf der Brücke. Wo? Kannst du es nochmal zeigen? Hier. Es wird selten Musik gespielt. Ich geh nicht auf. Oder Rock. Ich muss mich um Wassersystem und alles. Mach mal so ein bisschen leiser, damit ich nicht so schreien muss. Und ihr auch nicht. Okay? Er kann noch ein kleines Klicken leiser machen. Du kannst sehen. Ja, ja.
Es ist Musik, die spielt. Das ist nervig. Schön, weil es nicht dein Stil ist, ich weiß. Kann ich die Türen verriegeln, größtenteils außer die Tür zur Brücke? Du kannst die Türen verriegeln, ja. Geht. Soll ich auf irgendwas werfen? Nein, geht. Okay, gut. Dann mach bitte. Gut, Kampf beginnt. Kampf beginnt nicht. Ihr hört zweimal anklopfen und dann fliegt die Tür aus den Angeln. Und das ist eigentlich nicht möglich bei diesem Schiffstypen. Ja, sehr schön. Die Brückentür ist die einzigste nicht verschlossene. Ich weiß, aber eine gab's ja hier. Wo? Genau hier in der Mitte. Achso, nee, ich meinte nicht. Ich meinte so, dass der Weg zur Brücke frei ist. Ach so, okay. Ja gut, dann habt ihr nur ein fettes Loch in der Wand. Da du und die Musik über denselben Channel kommen, bist du ganz schlecht zu hören. Das tut mir leid. Das ist ein bisschen... Ich kann sie noch ein bisschen leiser machen, aber müsste eigentlich alles an Signalen durchgehen. Ja. So? Ist alles brauchbar, oder? Ja, gut, lass uns weitermachen. Mich stört's extrem. Ja, dich stört's, das ist klar. Ist ja auch dafür gedacht. Ja gut, was passiert? Nicht, es ist halt so. Ich bin auf der Brücke. Gut. Und ihr seht Folgendes, beziehungsweise folgende Personen in Gleitung mit zwei von diesen Standard-Kampf-Androiden. Habe ich gestern Abend noch gezeichnet. Ist da ein bisschen schlecht designt. Okay. Sieht doch ganz hübsch aus. Sind es Cthulhu-Menschen? Also eher potenziell. Ich weiß nicht, hast du irgendeinen Wert für diese Dinge? Ich könnte schätzen. Was du weißt nicht, was Cthulhu-Menschen sind. Kann er wissen, dann Würfel auf Schätzen. Was ist Cthulhu? Würfel auf Schätzen. Was schätze ich denn, wie viel der Typ wert ist? Weil ich nicht mal weiß, was es ist. Da du kein bisschen über Kopfgeld oder sowas hast, würdest... Aber ich hab Wissen. Hast du es Schätzen geschafft? Nee, hab ich nicht. Ich alles klar. 50 auf Schätzen. Alles klar, du hast keine Ahnung, aber das, was er so bei sich trägt, dieser Energie, in Anführungszeichen Handschuh, die tragbaren Schildgeneratoren, die Rüstung, die zwar abgenutzt, aber extrem stark aussieht, würdest du schon schätzen, könntest du dir nicht leisten. Im Leben nicht. Ich hab einen Goldbart. Ja, könntest du dir im Leben nicht leisten. Okay. Niemals. Ja, gut. Okay, darf ich nochmal auf Wissen über Piraten und Räuber würfeln? Jetzt darfst du es, ja. Ist sogar um 20 erleichtert. Sagen wir so, ich habe einen Blaster. Ich kann es mir vielleicht doch leisten. 35, das habe ich, glaube ich, geschafft. Ja, das habe ich exakt geschafft. Um 20 erleichtert habe ich es eh geschafft. Das habe ich. Ja, gut. Jetzt, wo ich sie vor mir stehen habe, kenne ich das. Jetzt, wo er vor dir steht, kennst du ihn. Du kennst seinen Namen allerdings nicht, weil bisher niemand, der mit ihm zu tun hatte, überlebt hat. Weißt, dass das der mit Abstand, mit wirklich großem Abstand, beste und stärkste Kopfgeldjäger überhaupt ist. Du bist nicht mal sicher, ob er überhaupt sterben kann. Okay, ist unser Endboss. Ob er diese Fähigkeit besitzt. Ja, in deiner Sprache heißt er auch wirklich nur Ende. Können wir gerade mal die Musik ausschalten oder ist das noch relevant? Nein, das ist relevant bei ihm. Und zwar auf jeden Fall. Ich möchte was machen. Ja. Da ich die Leiche auch den bewusstlosen Körper von dem Typen irgendwie für mich geclaimt habe, möchte ich auch verhandlungsgeschickt werfen und fragen, ob er uns in Ruhe lässt, wenn ich ihm die Leiche verkaufe. Gut, Würfel drauf. Leute, ja, nicht die Leiche, nicht Körper. Wir wissen alle, was du meinst. Was ich meine. Halbtoten. Weiß ich, was für eine Sprache 50, er spricht? Das ist im Rahmen. 50, das ist im Rahmen. Er zieht eine extrem große Waffe und bedeutet dir, dass du aus dem Weg gehen sollst. Ich habe das von da aus gesagt, aber gerne. Ja, Modi, macht er trotzdem. Modi, weiß ich, was er für eine Sprache spricht? Du weißt, dass seine Sprache übersetzt wird. Okay. So wie alles andere. Ich würde ihm gerne vermitteln, dass wir im Frieden unterwegs sind, dass wir auf einer friedlichen Mission sind, dass wir hier nur eine Transportmission haben und dass wir hier niemanden angreifen wollen und dass wir ihm nichts tun wollen. Ja. Ja gut, das kannst du sagen. Die Antwort darauf lautet, halt die Fresse und geh an die Wand.
Ich gehe nicht an die Wand. Alles klar. Dann darfst du einmal ausweichen, bitte. Oh ja, der trifft gut. Ausweichen? Was, worauf werfen die wirklich bei Ausweichen? Handeln Standardwert. Oh, kacke. Das habe ich verkackt. Natürlich. Okay. Ja, das... Ihr hattet mal einen Captain. Nein. So krass ist er nicht. Ja, wobei, ich hab die Werte nicht im Kopf, also. Ich hab auch nicht im Kopf. Was denn nun? Was denn nun? Warte mal, die Werte sind. Für seine Waffe sind. Warte, ich hab sie gleich offen. Du weißt nicht, was für eine Waffe er hat. Achso, ich dachte, du meinst. Ich dachte, das wäre die Energieklinge, die er benutzt. Oh nein! Oh nein! Nicht sowas Billiges. Was ist denn nun? Werde ich getroffen oder werde ich nicht getroffen? Du wirst definitiv getroffen, ich muss nur rausfinden, was für. Ah, hier sind NPCs. Du musst. Wie schnell werde ich verletzt? Ich muss gucken, was genau er da hat. Das ist ganz schwierig, plötzlich zu verstehen, Molly. Ich muss gucken, was er was er für Werte hat. Entschuldigung. So. Ah, die Waffe war's. Die ist. Übel, das sind nämlich 7 D10 Schaden. Ja, er schießt dir nur ins Bein. 14 Schaden. 14 Schaden und du hast ein Loch im Bein. Oh. Ich rede zu ihm und ich sag ihm, er soll als letzten Aufruf, ich sag ihm, er soll unser Schiff verlassen. Das ist hier ein Schiff, er befindet sich auf einem Schiff, der Starship Division, und das ist ein Angriff auf die Starship Division damit. Würfel auf Drohnen halber Wert. Warte erstmal, muss ich mir den Schaden abziehen. So schnell bin ich nicht. Ja, 317 bis 14. 14, 79, damit bin ich wieder. 79, so auf Drohnen halber Wert, natürlich halber Wert. Die 118, das habe ich geschafft, glaube ich. Drohnen habe ich 62, halber Wert, ja, habe ich geschafft. Okay, dann. Ich drohe ihm, dass er von diesem Schiff runtergehen soll, weil er greift hier gerade die Föderation an. Das ist ein Starship Division Schiff, macht schlimme Fehler. Okay, dann ist die Antwort darauf so halb ironisch. Oh, das wusste ich nicht. Tut mir leid, ich bin eigentlich nur hier, weil ihr einen verurteilten Verbrecher transportiert. Also gebt den Händen an, lasse ich euch weiter in Ruhe. Nach dieser Warnung ziehe ich die Waffe. Beschwichtigen werfen. Und jetzt was? Ich würde gerne auf Beschwichtigen werfen und würde dem Typen sagen, bitte ignorieren Sie diesen Typen da, der ist nicht ganz bei Sinn und können wir einfach reden. Und es hat geklappt. Alles klar. Ja, reden wir nicht. Die Antwort ist, ja, reden wir mir lieber. Ich bringe ungern zu viele um. Gut, auf dem Weg hierher, die zählen nicht, aber sonst. Ich bin aber nicht gerade in der Stimmung dazu. Er ist auf meinem Schiff und hat uns angegriffen. Ich bin nicht in der Stimmung dazu zu reden. Ich ziehe meine Waffe und meine Strahlenkanone und mache mich kampfbereit. Schießt du oder schießt du nicht? Nachdem er die Drohung des Captains, also von mir, das Schiff zu verlassen, nicht abgelehnt hat, ich mache mich erstmal kampfbereit und ziehe erstmal die Waffe an. Ich würde gerne versuchen, Zwergi meinen Goldbarren an den Kopf zu werfen. Ich schieß noch nicht, du Idiot! Du Idiot, ich schieß noch nicht. Du ziehst die Waffe! Zieh die Waffe und mach mich kampfbereit. Um unser Schiff zu verteidigen. Ich hab daneben geworfen. Alles klar, ja, du wirfst den Goldbarren irgendwo hin. Ich schieß auf meinen ersten Angreifer, den Piloten, um den erstmal die Leiche zu schalten. Okay, tu es! Schieß auf deinen Piloten! Mit 6W10. Das ist mein bitterer Ernst. Das habe ich geschafft. Sehr gut. Definitiv, 100%, keine Chance auszuweichen. Mach. 6W10. Nicht bei einem Dreier. Ich habe 5W10 zur Verfügung. Nicht bei, damit ich weniger Schaden bekomme. Nein, darfst du nicht. Okay. Wie mache ich 6W10? Gib ein 6W10. Ja, 6W10. Slash D, oder? Einfach normal, nur gibst du ein 6D10 statt D10.
Ich habe das noch nie mit Commands gemacht. Alles gut. Die 5 habe ich ja. Die 5 könnte ich machen, das ist. gib einfach / R 6 D10. Das ist nicht hier verkehrt. 6 D 10 28. Alles klar, du machst deinem Piloten 28 Schaden. Ich hoffe, das war ihm eine Warnung, dass er sich zurückhält. Als nächstes ziele ich auf den Angreifer und will auf ihn schießen. Gut, dann schießt. Hätte der Angreifer ist relativ dran, oder nicht? Okay, ich stehe einfach nur da und schüttel den Kopf. Ich schieße. Schieße und. Schaffe ich das? 70, auf welchen Wert schieße mache ich denn überhaupt? Nur noch Fernkampf. Einfach auf. Ja. Ich habe keinen Fernkampfwert. Ich weiß, deshalb auf deinem Basis handeln wir. Da hast du 20, das hast du nicht geschafft. Okay. Ich schieß daneben, ich werf den. Ja, du schießt so an seinem Kopf vorbei und er lacht so ein bisschen. Wow, was hat ihr für Idiot? Und er schießt auf dich. Beziehungsweise nein, er schießt nicht auf dich, er schlägt dich mit seinem Handschuh. Ich versuche zu entkommen. Zu auszuweichen. Ist er bewusstlos jetzt oder wie? Ich versuche auszuweichen. Doch, ist keiner bewusstlos. Du hast eine Wunde am Bein, dir lasse ich ausweichen zu, aber er schlägt nur mit seinen zwei. Wie kann ich ausweichen? Dinger. Was soll ich würfeln? Schafft er. Auf deinen Basis handeln wir. 20. Das schaffe ich nicht. Ja. Oh Gott, ich höre eure. Discord bricht auch dauernd ab. Ich höre nur Stücke von euren Worten. Warum bricht das bei dir ab? Weil du volle Möhre Musik spielst hier. Nein, das ist schlecht. Ja, gut, tut mir leid. Ich sehe auch, dass es nicht konstant gespielt wird, sorry. Besser. Die Musik kommt auch nur stückweise an. Genau wie alles andere. Ja, das tut mir leid für dich. Aber ist gerade alles extrem kacke. Ist gerade alles extrem. Gut, dann stellt euch einfach vor, es spielt weiter. So. Ist schade, dass dein Internet scheinbar das nicht mitmacht. Ja, stimmt, bei mir ist das. Das habe ich so von Anfang an gesagt. Es ist seltsam, weil bei allen anderen funktioniert es. In meinem Test hat es auch funktioniert, bei Discord-Zeug hat es funktioniert. Ja, bei mir ist egal, stellt euch vor, dass die Musik weiterläuft. Ja, dein ostdeutsches Internet. Schick mir einen Track, dann kann ich den drunter legen. Ich schick's dir fürs VOD. Ich schick's dir einfach fürs VOD. Kann ich es mir nicht so hoch runterlegen im Schnitt. Alles klar, okay, er schlägt dich auf jeden Fall mit seiner Doppelhand, weich aus. Soll ich nochmal ausweichen? Auf D20, auf ja. 20. Schaffe ich nicht. Ja, alles klar. Krieg ich irgendwelchen Schaden oder? Du kriegst 12 Schaden. Du kriegst gerade 2 von denen hier. Voll in die Fresse. Warte mal, das heißt, der hat relativ wenig Schaden gehabt bekommen. 12. 67. Ich hab bis jetzt nur. 28, ja. Boah, ich bin bald über die Hälfte rüber, also das ist schon. Ja. Bin ich eigentlich im Kampf? Noch ist gar keiner im Kampf. Bisher ist es für mindestens eine Partei einfach nur Montag. Also ich habe noch ein bisschen Kraft rüber. Ich springe an die Wände und versuche mal mit meinem Durch anzugreifen. Mit dann tu es. Danach bleibt. Nur würfel ich mal auf Durch. 10. Das habe ich, glaube ich, geschafft. Hier, das habe ich geschafft. Ich greife ihn mit meinem Dolch an. Alles klar. Soll ich Schaden auswürfeln oder kann er ausweichen? Nein. Wie du siehst, trägt der Mann tragbare Schildgeneratoren. Glaubst du, ein Metalldolch kommt da durch? Ja oder nein? Ja, also ich glaube das. Ja, bei denen ist nicht verwunderlich. Du hast anscheinend mehr Menschenkenntnisse als über deine eigene Rasse. Oder irgendeine andere Rasse, die unter euch lebt, weil Menschen unbekannt sind, aber egal. Ich heb währenddessen auf jeden Fall nochmal meinen Goldbarren auf. Gut, das darfst du tun. Captain kriegt währenddessen einen Tritt ab. Hattest du einen nennenswerten Schaden, oder? Ja, also erstmal er trifft und du kriegst 10 Schaden, er tritt dir richtig übel gegen den Kopf und du wirst jetzt erstmal ohnmächtig.
Yep. Damit diese Situation nicht einfach mit einem kompletten Player-Kill endet. Ich bin da so ohnmächtig. Ja, ich habe als Captain versucht, einen Angreifer von meinem Schiff abzuhalten. Ja, das ist absolut verständlich. Abzuhalten. Nachdem ich ihn zweimal, zwei oder dreimal sogar mehrfach gewarnt habe, nicht das Schiff zu verlassen. Ich bin beim Erfüllung meiner Pflicht mit dem Mix gefunden. Sagen wir so, ich bin verrenkt. Erstes zählt mein Leben, als zweites zählt das Geld. Na gut, dann macht mal. Auf jeden Fall gehe ich dann zu den Typen und entschuldige mich. Auf jeden Fall dafür, dass was da passiert ist. Und frage ihn, was eigentlich passiert ist. Oder weswegen er überhaupt hier ist. Gut, die Antwort ist, ach das. Das ist nichts, mit denen habe ich regelmäßig zu tun. Ich bin hier wegen dem Ding, das ihr transportiert. Ist gesucht wegen Massenmord auf, ich weiß nicht genau, wie viele waren es? 5 oder 6 Planeten. Wen meinen Sie, den Typ, der unseren Schrank eingesperrt hat? Verrat ihm bitte, wo wir ihn versteckt haben. Das ist bestimmt sehr gut. Ich mach meinen Arm fertig und schieß auf diesen Kopf der Jäger. Gut. Dann schieß auf ihn. Ich nehme an, volle Kraft. Jo. Was hatten wir gesagt? 2x6 W10, ne? Ja, 2x6 W10. Das heißt, du machst 6 W10 und dann Sternchen 2. Ja, okay. Egal, ich mach's einfach so. Gut. Nein, es wären jetzt 68 und nicht gefadiert. Ja. Gut, du schießt auf ihn. Ich lasse es sogar zu, dass es komplett durchgeht, obwohl er eine Rüstung trägt. Gut, du machst ihm 68 Schaden. Das scheint ihn nicht großartig zu interessieren. Jetzt ist ein normales Gespräch geküsst. Ja, er redet auch erstmal noch weiter mit dir. Ich sag mir, ich wüsste nicht genau, welchen er meinte, weil wir haben merkwürdige Fähigkeiten und auch. Zeigt an dir vorbei auf den Doktor. Stimmt, scheiße, der sitzt ja mit im Cockpit. Er sitzt mit im Cockpit, deshalb ist er auch nicht irgendwie ins Labor gegangen oder sonst, sondern einfach straight auf den. Den habe ich im Cockpit berufen. Ja. Noch. Was vielleicht? Ich sag ihm auf jeden Fall. Konnte er nicht auch angreifen? Ich weiß nur, dass wir den transportieren wollen. Ich weiß selber nicht, was damit passiert. Wir wissen nicht, was hier heißt. Das ist mir eigentlich vollkommen egal. Ich bin hier, weil ich bezahlt werde. Also nehme ich ihn mit. Entweder das oder ich bringe ihn hier um. Ihr habt die Wahl. Von wem wird er denn eigentlich gesucht? Das interessiert mich, dass derjenige, der bezahlt. Wer ist das? Ist der bekannt oder ist das auch nur eine Person, die damit in Verbindung steht, von den Leuten, die umgebracht wurden? Wolltet ihr ihn jetzt wirklich kitzeln? Alter Schwede. Woher soll ich das wissen? Jetzt wird's mir langsam ein bisschen lästig. Also Klappe halten, ausliefern oder draufgehen. Ihr habt die Wahl. Wir werden ihn nicht ausliefern. Okay, dann. Ich gehe auf jeden Fall zur Seite, lang jetzt mit mir. Gut, das kann er respektieren. Er zieht auf jeden Fall eine exorbitant große Pistole. Ich bin ohnmächtig. Ich habe ihn noch nicht geschafft. Kannst du tun, der wirkt jetzt so, als wäre er langsam kampfbereit. Nein, das war ein Spaß, ich wollte nur sagen, ich habe mein Gold machen von hinten auf den Kopf. Mein Spaß ist das Dümmste, was ich machen könnte. Das hast du gerade gesagt. Weißt du nicht? Du kannst versuchen, du bist. Auf dich achtet er momentan nicht. Versuch's. Gut, ja, okay, komm, was habe ich zu verlieren? Ich versuch's. Du könntest sterben. Easy? Ja. Gut, dann machst du deine 3-10 Schaden. Beziehungsweise du willst hauen, oder? Ja. Dann schmeiß lieber, macht mir Schaden. Nein, ich hau ihn auf den Hinterkopf, keine Ahnung. Alles klar, du haust ihn auf den Hinterkopf. Er ist jetzt erstmal für, sagen wir mal, 5 Kampfrunden, also für eine Minute oder so, ist er auf jeden Fall betäubt.
Siehst du? Wir stellen uns vor, die Musik spielt weiter, oder was? Ja, tut ihr momentan. Ist die Musik vielleicht irgendwie eine... Ist, dass man die Musik ausstellen kann? Du bist ohnmächtig! Du bist ohnmächtig! Du hast keine Gewalt hier. Dann schaue ich Kamel an und frage ihn, ob er irgendwas machen kann mit dem Ding. Ich zeige auf den. Nein, ich zeige auf die Person. Ja, ich zeige auf die Person. Weil ich immer noch nicht wirklich weiß, was es ist. Schlage die Druckluft-Tür nach draußen vor. Ja, währenddessen guckst du an dem riesigen Loch, durch das er ohne Raumanzug oder sonst was durchgekommen ist, mit quasi Überlichtgeschwindigkeit vorbei. Der ist ja nicht mit einem Schritt reingekommen. Der hat ja irgendwie von seinem Raumschiff aus sich... Du siehst kein Raumschiff. Du siehst auch auf den Scannern kein Raumschiff. Das heißt, er kann einfach durchs All fliegen. Ja, er ist Silver Surfer. Er hat zumindest irgendwas dabei. Ich wäre eher für Wonder Woman. Okay, Etwas in der Kategorie. Thanos. Kann ich seine Schildgeneratoren da abnehmen? Das kannst du tun. Dann okay, mach ich nehme einfach komplett die Rüstung drin. Ab. Rüstung wird schwierig, da verlange ich nur, weil die Generatoren kannst du abnehmen. Die sind einfach nur mit irgendwelchen Lederrähmen befestigt. Gut, dann klaue ich mir die Generatoren. Alles klar. Und sie mir die einen am linken, am einen am rechten. Okay. Kann man die mit dem Handschuh da abziehen? Kannst du versuchen, der scheint aber fest zu sein. Kann man den irgendwas anderes abziehen? Kann man seine Pistole nehmen? Kannst du die Hose ausziehen? Gute Idee. Kannst du seine Pistole nehmen? Okay, ich zieh den komplett aus. Auch alles, was geht, geht weg. Dann nehme ich seine Waffe schon mal sicherheitshalber irgendwie weiter weg. Oder ich nehme sie schon mal auf. Dem ausziehen kann, gut, du nimmst ihm eine Waffe weg. Dann guck ich mal, welche du ziehst. Du ziehst diese sehr große Pistole, die du kaum halten kannst. Okay, die kann ich nicht benutzen, aber kann ich sie dem... Gib sie mir. Ja, ich wollte gerade fragen, kann ich das dem Android... Also kann der Android das benutzen? Geht easy, kein Problem, in einer Hand. Gut, dann gebe ich das dem Androiden und sage, dafür möchte ich sein Geld haben. Ich werde die Minute ist übrigens vorbei. Er wird langsam wieder wach. Okay, ich setze ihm die Pistole, ohne irgendwas zum Geld zu sagen, an die Schläfe und drücke ab. Gut, dann machst du ihm... wie viel Schaden hat das Ding gemacht? Also erstmal gibt es auf jeden Fall... Ich hab 9 Schaden gemacht. Nee, 7. Nee. Das Ding macht mehr. Sorry, das ist falscher Track, der gerade spielt. Ja, offensichtlich. Ja, sind das 80er Jahre Fernsehstörgeräusche? Für den Fall, dass wir für etwas, was wir jetzt erstmal zeittechnisch skippen. Ja, ich hab Dinge vorbereitet. Alles klar. Du machst ihm auf jeden Fall. Ich muss kurz in die Waffenwerte gucken. Ah ja, 10d10 Schaden. Und es gibt eine dicke, fette Explosion, die euch erstmal alle zurückweichen lässt. Ich bin bewusstlos. Also was, wie viel Schaden bekommt er jetzt oder was ist? Ich bin gleich. Er bekommt 10 Dixie, er kriegt 66 Schaden. Okay. Das heißt, er hat jetzt schon irgendwie über, er hat 68, über 100 60, 68 plus 66 plus 7. Ja, ja. So 74, 134, 141. Ja, irgendwas so in dem Bereich. Ja, scheint ihn jetzt aber auch nicht so großartig zu interessieren. Die Kugel ist nicht durchgegangen. So pick ist das. Ja. Ich weiß es nicht, aber ich habe seine Schilde. Könntest du mir einen abgeben? Nur so. Er ist aber zumindest lang genug, um mit ihm eine Aktion durchzuführen, nochmal betäubt, weil du ihm in den Kopf geschossen hast. Schön, dann gib dem Kapitän eine Waffe, der hat einen aufs Maul bekommen. Gib dem Doktor einen davon. Ja, ich geb dem Doktor ein Schild und die Pistole, die ich gerade mache. Sehr gut. Schusspistole. Ja. Gut. Und zwinker ihm zu, dass ich die doch sehr gerne wieder hätte. Oder und auch vielleicht etwas Geld, wenn er es dabei hat. Nein, er wird dir kein Geld geben. Ja.
Mission. Alles klar. Der Captain wird jetzt übrigens auch langsam wieder wach und ist schwer verletzt. Ah, das ist schön. Okay, ich sage dem... Was tut ihr mit dem ohnmächtigen, riesigen Typen, bevor er wieder wach wird und euch alle umlegt? Ich richte ihm mein Messer an den, mein Dolch an den Hals. Ja. Würfel mal auf Wissen, ob das eine gute Idee ist. Du hast mitgekriegt, dass ihm in den Kopf geschossen wurde und ihn das nicht interessiert hat. ich trenne den Kopf von den Schultern, wenn er nicht. Okay, dann würfel einen Dolchangriff. Auf Wissen soll ich das, auf was soll ich würfeln? Medizin oder? Nahkampf. Du willst das jetzt zwingend durchziehen, also würfel auf deinen Dolchangriff. Ich will ja nicht angreifen, ich will ihn nur bedrohen. Der ist ohnmächtig. Du willst ihn jetzt angreifen, du willst ihn enthaupten. Also ich wollte dich nie, aber gut, von mir aus. Und ich meine kleine Anmerkung. Das habe ich uns sehr gut geschafft. Mit Bravour. Er kriegt 8 Schaden. Als ihn enthaupten hat. Und hat so einen ganz leichten Kratzer am Hals. So, und was auch immer ihr mit ihm tut, wir machen es auf jeden Fall nach einer kleinen Pause. Morgen, was ich aber auf jeden Fall sagen muss, es sieht schon ein bisschen aus wie so ein richtig nicer Metal-Sänger. Ja, das war... Ja. 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 Punkt, ich ziehe euch mal wieder auf die Map, weil ich glaube, mit ihm seid ihr überraschend schnell fertig geworden. Also er ist jetzt ohnmächtig und kämpft nicht mehr, oder wie? Hallo? Er ist jetzt erstmal, bis ihr eine Sache mit ihm tut, um ihn loszuwerden. Oder was auch immer. Ohnmächtig, ja. Okay, da können wir uns ja in der Pause mal überlegen, was wir mit ihm machen. Ganz genau. Gut, na dann.